Sasuke Shippuden in 90 Minuten. Wir gehen heute die gesamte Naruto-Geschichte aus der Sicht von Sasuke Uchiha durch. Das heißt, wir haben 700 Folgen, 500 Manga-Kapitel in 70 Bänden und viel zu viele Memes vor uns. Nach Madara, Kakashi und Itachi ist Sasuke nun der Nächste. Mit einer Laufzeit von einer Stunde und 30 Minuten haben wir auch eine Premiere auf diesem Kanal. Wir haben nämlich hier ein Video in Spielfilmlänge. Mich würde es also sehr supporten, wenn ihr den Daumen nach oben auseinandernehmen könntet. Und ich wünsche euch hier viel Spaß auf dieser nostalgischen Reise durch die gesamte Naruto-Story. Aus Sasukes Sicht. Das folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie Naruto und Naruto Shippuden nicht ersetzen soll. Naruto und Naruto Shippuden gehören Studio Piro, Shueisha und Masashi Kishimoto. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Die Geschichte von Sasuke Uchiha beginnt bei seiner Geburt. Und verdammt, eigentlich sagt man ja nicht, dass Babys hässlich sind, aber Bruder, Sasukes Drip war echt fragwürdig. Ja gut, am Style arbeiten wir noch. Aber sein Leben im Dorf war auf jeden Fall ein sehr glückliches. Schweitertag. Ja, das hat ja lange angedauert. Da Obitos innere Leere, nämlich wegen dem Tod von Rin, größer war als die von Rengoku, nachdem er Akaza getroffen hat, hat er das Dorf mit dem Kyuubi angegriffen. Sasukis Boy Itachi hat sich dabei um ihn gekümmert und so konnten sie beide das Ganze überleben. Und ja, ich weiß, hier liegen ziemlich viele Leichen rum, aber Leute, keine Sorge, die haben nun in dem Isekai ein besseres Leben. Der vierte Hokage, Minato Namikaze, konnte dann zwar Obito aus dem Leben jieten, aber musste trotzdem sein Leben geben, um den Kyuubi eben zu versiegeln. Dafür kann er aber in seinem neuen Isekai-Anime ordentlich rasieren. Außerdem hat Minato irgend so ein komisches, blondes Baby abgesaved, aber das kann uns für das Video ja egal sein. Es kehrte also vorübergehender Frieden ein und Sasuke wuchs prachtvoll heran. Nur war er in einer ziemlich, naja, weirden Phase. Ja, er hing also nur noch an seinem großen Bruder Itachi. Doch leider hatte Itachi immer weniger Zeit für seinen Bruder. Was unter anderem auch daran lag, dass er mit seinem Kettenraucherfreund Chizui gechillt hat. Tut mir leid, Sasuke. Ich muss mir kurz deinem Bruder leihen. Junge, seine Stimme ist hier einfach tiefer als der Abgrund der endlosen Naruto-Theorien von damals. Itachi wäre aber nicht Itachi, wenn er nicht trotzdem für seinen Bro Sasuke da wäre. Der Bruder hat einfach mal die Anbu geschaukelt. Und während er das alles gemacht hat, hat er Sasuke immer wieder mit Food Wars-würdigen Skills Essen gekocht. Ja, Sasuke war auf dem besten Weg, ein richtiger Shoji zu werden. Sasuke liebte seinen Bruder also wirklich, weswegen er ihm nacheiferte und genauso gut werden wollte wie er. Als die Dinge sich zuspielen, bemerkte Sasuke aber, dass sich bei seiner Familie irgendwas verändert. Das Verhältnis zwischen seinem Vater und Bruder wirkte extrem angespannt. Auch als er eingeschult wurde, hörte er von allen Leuten, einschließlich seinem Vater, immer wieder, wie viel toller und besser sein Bruder Itachi ist. So, Freunde, bevor es hier weitergeht, kommen wir nochmal ganz kurz zum Sponsor des Videos, nämlich Display. Ja, Freunde, ihr wisst Bescheid, Displays sind Dinger wie mein guter alter Shrek hier, Metallposter, die euch mega chillig an die Wand hängen könnt. Der Prozess davon ist super easy und ihr findet auf der Seite von Display, die unverlinkt ist, unzählige Designs, die euch bestimmt gefallen werden. Aber auch ich bin hier, um euch zu helfen, denn auf meinem Profil gibt es auch ganz viele Designs, die ich für euch rausgepickt habe, weil ich sie eben nice finde und euch empfehle. Wenn ihr euch dazu entscheidet, mir auszuhelfen und euch ein Design davon zu snacken, dann bekomme ich auch was davon ab. Heißt also, ihr könnt mich supporten und eben euer Zimmer aufdrippen. Display ist ein Langzeitpartner von mir und ich kann es euch immer nur wieder empfehlen. Wir machen mittlerweile jeden Monat über Jahre hinweg ein Sponsoring, weil es einfach wirklich perfekt passt. Für jeden Anime-Fan, denke ich, ist es die niceste Option. Aktuell gibt es auch einen Rabatt. Und zwar, wenn ihr eine Bestellung von 1 bis 2 Displays tätigt, bekommt ihr 20% und bei 3 oder mehr sogar 30%. Ich wünsche euch also viel, viel Spaß beim Shoppen. Bedanke euch bei Display fürs Möglichmachen von diesen Videos hier. Und ich würde sagen, damit machen wir weiter. Itachi bemerkte dann auch irgendwann, wie Sasuke deswegen geht und macht ihm klar, dass große Macht immer dafür sorgt, dass man arrogant wird oder die Leute denken, dass man es ist. Aber egal, was auch passiert, die beiden hier, Sasuke und Itachi, werden immer Brüder bleiben. Sein Deep Talk wird dann aber unterbrochen, weil Itachi von Uchiha Pappnasen aufgesucht wird. Er war wohl nicht bei einer wichtigen Clanversammlung dabei und dazu kommt noch, dass er beschuldigt wird, Shisui umgebracht zu haben. Außerdem soll er dessen Testament gefaked haben. Itachi wird hier auch extrem davon provoziert, dass die Uchiha-Polizei hier nicht eine klare Ansage an ihn macht, weil sie eindeutig denken, dass er Shisui umgebracht hat. Es kommt also hier zum Kampf, den Itachi sehr easy gewinnt. Was eigentlich nicht krass ist, weil, naja, der eine Uchiha-Typ kann sein Sharingan sowieso nicht verwenden, weil er einfach mal keine Augen hat. Itachi dreht hier so komplett durch und Sasuke sah so zum ersten Mal ein Sharingan, was er vorher noch nie gesehen hatte. Die Anspannung zwischen seinem Vater und Itachi wurde daraufhin auch immer größer. So hatte sein Dad also mehr Zeit für ihn und brachte ihm das Jutsu der flammenden Feuerkugel bei. Anders als Itachi hatte er es aber nicht sofort drauf und muss hier
wir eben viel länger dafür trainieren. Doch nach einem langen Training hat er es erlernt und konnte so seinen Vater stolz machen. Nun kann also sein schönes Familienleben endlich losgehen. Bruder, chill, wir können drüber reden, wirklich. Ohne zu zögern, brachte Itachi also an jenem Tag jedes Mitglied des Uchiha-Clan um. Und Mann, das ist echt traurig, weil ich werde Legenden wie Saradas Uronkel, Minatos Ex-Team-Member oder die 8 Cousins, die alle gleich aussehen, echt vermissen. Naja, und wie soll ich sagen, also diese ganze Aktion wird dann auch im Shinobi-Himmel ziemlich abgefeiert. Oh mein Gott, you better kill it. Als Sasuke dann auch dazu kam, war es aber schon längst zu spät. Auch er wurde von Itachis Mangekyo Sharingan getroffen und musste immer wieder und wieder über 72 Stunden lang Anime-TikToks schauen. Er kippt also um, was natürlich hier die logische Conclusion ist. Und als er wieder zu sich kam, erklärte Itachi ihm, dass er das alles tat, um eben zu prüfen, wie stark er geworden ist. Sasuke lässt er hier beim Leben. Sein Hass soll nämlich eines Tages so groß werden, damit er sich Itachi stellen kann. Und dafür soll Sasuke, wie Itachi eben selbst, Shisui, also seinen besten Freund, umbringen. Angeblich soll er auch die ganze Wahrheit herausfinden, wenn er zum Uchiha-Schrein geht. An diesem Tag verlor der kleine Sasuke also alles. Seine Familie, seine Zukunft und seine Heimat. Das Einzige, was ihm geblieben ist, ist der Sadness and Sorrow Ring bei ihm zu Hause. Er gab also hier alles auf und lebte nur noch für eine einzige Sache. Alles, was Sasuke wollte, war Rache. Er wollte Rache nehmen an dem Mann, der ihm alles genommen hat. Und ja, das ist zwar alles traurig, aber glaub mir, so ist es besser, denn in der anderen Zeitlinie, wo alles okay war mit Itachi und Co., ist Sasuke ein Boy geworden. Er lebte ab sofort nur noch dafür, Itachi Uchiha umzubringen. Und was den angeht, naja, der chillt jetzt bei der Akatsuki. Akatsuki wa tsudotta. Konan. Itachi. Hisame. Sasori. Deidara. Kakuzu. Hidan. Orochima. Ja, weiß ich nicht, aber wenigstens hat der ganze Haufen hier jetzt einen richtigen Koch. Als letzter Überlebende von seinem Clan wurde Sasuke auch ab sofort im Dorf wie ein Außenseiter behandelt. Und in diesem Dorf gab es auch einen Jungen, der genauso war wie er. Der Name von diesem Kleinen war Naruto Uzumaki. Beide gingen zwar zur gleichen Schule, aber sie haben sich nicht wirklich verstanden. Was aber nur den Anschein machte, denn Sasuke sah Naruto genau zu. Er sah zu, wie dieser verzweifelt darum kämpfte, Aufmerksamkeit zu bekommen. Dieses Verhalten erinnerte Sasuke an seine Familie. Doch gleichzeitig sah er die nostalgischen Gefühle an seine Familie als eine Schwäche, die er abtöten muss. Auf der Akademie flogen dann zwar alle Girls auf ihn, aber Sasuke juckte das nicht wirklich. Er hat auch Naruto immer wieder verprügelt. Was zugegeben nicht wirklich schwer war, weil, naja, selbst Choji konnte Naruto damals wegtwerken. Jedenfalls hatte er es nach einer Weile geschafft, ein Genin zu werden und wurde dabei auch einem neuen Team zugeteilt. Sein neues Teammate Naruto schlabberte er sofort ab, Kakashi sagte er Hallo und Sakura oder, naja, ghostet er wie die Jahre zuvor eben auch. Bei der Vorstellung macht er auch ganz schnell klar, dass er nur ein Ziel hat, nämlich seinen Bruder um die Ecke bringen. Ja, deutsche Synchronzone. Er lässt sich aber hier sofort von Naruto outplayen, weswegen dieser mit einem Tauschjutsu sich als Sasuke ausgeben kann und so beinahe bei Sakura gelandet wäre. Ungünstig für ihn, dass er vorher eine abgelaufene Milch getrunken hat, was sein Lieblingsgetränk aus der Kindheit ist und er deswegen schnell aufs Klo musste. Aber hey, das kann Sasuke dann dafür nutzen, um Sakura die weil mich deine Oberflächlichkeit nervt. Karte zu droppen. Also, um als Genin hier voll akzeptiert zu werden, müssen sie die Challenge von Kakashi bestehen, ihm seine 2 Kugeln zu stehlen. Sasuke schaut dabei erstmal nur zu und sieht wie Naruto, naja, also, seht ihr selbst. Er schaltet dann selbst zwar auch ein, aber gut, Kakashi übertreibt es im Kampf mit ihm einfach vollkommen. Oh, nein, doch nicht, das war nur ein Genjutsu. Sasuke wurde hier nämlich nur von Kakashi beerdigt, so wie die Karriere von Jerome Boateng damals von Messi. Aber hey, das war echt nett von Kakashi. Er wollte Sasuke doch nur einpflanzen, um die Uchiha-Familie wieder anzupflanzen. Jedenfalls
Jedenfalls sneakt sich Naruto dann vorher das Essen, was Kakashi verboten hat, und wird deshalb bestraft. Sasuke ringt sich dabei aber durch, lernt die Lektion von Kakashi, dass Teamwork extrem wichtig ist, und gibt ihm sein Essen, was hier auch den wahren Zweck der Prüfung erfüllt. Nach einem kleinen Teamfoto, was etliche Male für andere Animes genutzt wurde, geht das neu gegründete Team 7 auf einige Missionen. Sie haben Katzen mit ihrer Headset-Koordination, die sie danach nie wieder benutzt haben, gefangen. Von einem Strauß hat Sasuke ein hartes Training erhalten. Kakashi hat sie fett geschockt, wenn sie genervt haben. Und einmal hatten sie eine Mission in Kirgistan-Gakure. Weil die Banditen nämlich hier irgendwie ihre Pferde behalten wollten, wurden Naruto und Sasuke von einem komischen Schleim getroffen. Der hat sich verklebt und sie sind in den Fluss runtergefallen. Und warte mal, die Pose hier kommt mir extrem bekannt vor. Hat einfach eine random Filler-Folge das Ende von Naruto Shippuden geforeshadowt? Okay, gut, da sind wir noch nicht. Beim Versuch, sich loszureisen, keine Ahnung, wie ich das Folgende sagen soll, aber haben sie ihre ganze Knutscherei nochmal wiederholt. Und Bruder, dieses Mal war das sogar einfach mal mit Zunge. Ja, Sasuke hat halt einfach mal den Französischen rausgehauen. Je m'appelle Sasuke Uchiwa. Weil sie dann aber doch nochmal zusammenarbeiten, können sie meinen Onkel irgendwie besiegen. Und am Abend gehen sie dann auf die nächste Base? Warte mal, ist nicht das Trademark Jutsu von Naruto die Doppelgänger? Hätte er nicht einfach einen Doppelgänger machen können, der das für ihn übernimmt? Ja gut, jedenfalls kam es dann zu ihrer ersten richtigen Mission. Sie soll nämlich einen obdachlosen Brückenbauer ins Land der Wellen bringen. 5 Sekunden, nachdem sie also ihren Hut verlassen haben, werden sie instant geraided. Und Naruto steht hier vollkommen unter Schock. Sasuke jedoch schreitet sofort ein, haut eine sexy Pose raus und holt Zeit raus, damit Kakashi die Angreifer besiegen kann. Sasuke flext dann auch ein wenig rum und nennt Naruto einen Angsthasen, was diesen dann aber nur motiviert, Mut zu fassen. Als sie also dann auf den fliegenden Zabuza treffen, bekommt Sasuke einen miesen Reality-Check, weil sein Sensei Kakashi ebenfalls das Sharingan besitzt. Aber weil er dann von einem Bakugan eingefangen wird, sind Naruto und Sasuke auf sich alleine gestellt. Die beiden tun sich demnach zusammen und mit Sasukes Wurfstern into zweiten Wurfstern into Naruto Doppelgänger können sie hier ihren Sensei befreien. Der Zabuza dann so richtig mit Schmackes in die Flucht schlägt. Da sie nun ein wenig Zeit haben, kicken sie auch einen Trainingsarc, wo sie lernen, auf Bäumen zu laufen. Ja, ist halt wichtig in der Shinobi-Welt. Kann halt nicht jeder wie Tarzan nur mit seinen Arschbacken und einer Liane durch den Dschungel cruisen. Jedenfalls werden die beiden durch diesen gemeinsamen Struggle ein bisschen mehr zu Best of Friendos wie Todo und Yuji. Naruto will dann zwar auf die nächste Base mit Sasuke, aber darauf hat er nicht wirklich einen Bock. Sasuke behandelt ihn dabei auch wie einen Hündchen. Ja, gut, back to business. Es kommt hier wieder zum Kampf und Sasuke wird von Hakus Kekkei absolut rasiert. Und ja, hier nochmal, Haku ist ein Typ. Ich spiele für euch die kleinste Violine der Welt. Es ist wirklich sehr traurig, denn Haku hätte einfach mal eine ST-Waifu sein können. Also, er sperrt ihn in ein Gefängnis aus Eis, in dem Sasuke sich selbst tausende Male wieder sieht. Zu seinem Glück kommt dann Naruto, der übrigens verpennt hat, hier dazu, womit sie nun von innen und außen angreifen können und Haku so kontern. Ja, Naruto der Idiot kommt einfach mit rein und damit haben sie komplett verloren. Bei einer Attacke, die vermutlich fatal für Naruto gewesen wäre, schreitet Sasuke dann ein. Er weiß auch nicht genau, warum er es getan hat. Doch in diesem Moment hat sein Körper sich alleine bewegt und sich eben vor Naruto gestellt. Sasuke will nur noch alleine durch den selbstsüchtigen Wunsch nach Rache leben. Aber er kann seine wahre gute Natur nicht einfach so verstecken. Er steckt also hier für seinen Bro ein und geht damit unter. Und wie gesagt, da das Ganze hier ein Ding ist aus Sasukes POV, sehen wir auch nur, was er sieht. Heißt also, als er wieder zu sich kam, war der Kampf schon vorbei. Er wird also mitten in Kakashis Tōkno-Jutsu wieder wach. Denn in der Welt der Shinobis triffst du nicht unbedingt immer auf Feinde. Meistens triffst du einfach auf Leute, die eine andere Sichtweise als du haben. Sie können eben auch für das Gute kämpfen. Eben für das Gute aus ihrer Sicht. Die Mission ist damit also bestanden und nach einer kleinen Pause geht es sofort weiter mit der legendären Shunin-Prüfung. Aus diesem Anlass sind auch andere Genen aus anderen Dörfern nach Konoha gekommen, mit denen Sasuke sich dann sofort nicht wirklich versteht. Das Ganze gilt aber dann auch für die Shinobis aus dem eigenen Dorf. Denn naja, die buschige Augenbraue wird dabei von Sasuke auf diesen anderen Level disrespected. Du hast vom Uchiha-Clan gehört und forderst mich trotzdem heraus? Dann musst du noch dämlicher sein, als du aussiehst. Falls das noch geht. Und falls ihr glaubt, dass das hier schon eine Abreibung war, dann wartet mal auf die erste Runde der Shunin-Prüfung. Sie müssen sich hier nämlich einen schriftlichen Test mit kniffligen Fragen stellen. Und Leute, kennt ihr das noch von der Schulzeit? Wenn ihr einen Test schreibt und absolut keine Ahnung habt, was ihr hinschreiben sollt, aber
aber nach außen hin so tut, als wäre es so der schwerste Test der Welt. Man würde so voll nachdenken, was die Antworten sein könnten, obwohl man keine Ahnung hat. Ja, genau das macht Sasuke hier auch. Er versteht dann aber, dass es eigentlich um die Informationsbeschaffung geht. Er soll hier eben abschreiben, ohne aufzufallen. Also kopiert er hier mit seinem Sharingan die Antworten der anderen. Vor der letzten Frage müssen sie sich aber entscheiden, ob sie mitmachen wollen oder eben nicht. Wenn sie hier nämlich verkacken, dürfen sie nie wieder an der Shunin-Prüfung teilnehmen. Was hier auch den ein oder anderen Amjad ziemliche Angst macht. Ich meine, Mann, der Arme, der macht schon zum 15. Mal hier mit. Nachdem also einige aufgeben, macht Naruto auf Escanore Miyamoto und entscheidet einfach für seinen Trupp. Wenn er hier die Prüfung verkacken sollte, dann soll es eben so sein. Aber er will seine Chance um jeden Preis nutzen. Aber genau mit diesem Move besteht er hier die Prüfung. Und ja, Naruto hat sich hier einfach mal aus der Prüfung rausgeredet. Beim nächsten Teil gibt es hier ein Battle Royale. Sie müssen nämlich hier ihre eigene Schiffsrolle verteidigen und die passende andere von einem anderen Team ergattern. Angekommen im Wald geht Naruto ein Abseilen und wird deshalb von Sasuke absolut geraided. Weil er eben durchschaut hat, dass ein Ganzkörperkondom-Ninja sich für Naruto ausgegeben hat. Dieser wird dann auch von Sasuke schnell erledigt. Daraufhin legen sie ein Codewort fest, um eben sicherzugehen, dass kein Fake unter ihnen ist. Weil Naruto beim nächsten Mal dann aber das Codewort richtig wiedergibt, wird er trotzdem von Sasuke angegriffen. Unser Gigabrain wusste nämlich ganz genau, dass Naruto sich niemals eine komplizierte Formel merken könnte. Hinter diesem Doppelgänger hier steckt auch niemand anderes als Orochimaru. Und der echte Naruto scheint hier irgendwo, keine Ahnung, beschäftigt zu sein. Jedenfalls hat dieser Orochimaru einfach mal Königshaki in Naruto. Das sagt Sakura und Sasuke völlig geschockt sind von seiner Präsenz. Sasuke sticht sich hier aber selber ab, um wieder zur Besinnung zu kommen. Naruto zerbombt sich dabei aus der Schlange, in die Orochimaru ihn gebunkert hat und gibt Sasuke was aufs Maul, um ihn eben damit zu zeigen, dass er ein Fake ist, da er sich eben zu sehr von seiner eigenen Angst blenden lässt. Außerdem hält Naruto hier die Riesenschlange für Sasuke auf und gibt ihm die Worte von der ersten Mission zurück. Das weckt hier also wieder den wahren Sasuke Uchiha auf und Mann, der Bruder gibt Orochimaru einfach mal diese anderen Shellen. Er wird hier so dermaßen schnell, dass nicht mal mehr seine Gliedmaßen funktionieren. Leute, er zieht mit Orochimaru hier einfach mal voll die Batista-Bomb-Nummer ab. Und auch die legendären Schnüre pullt er hier einfach mal, was alle Fans komplett durchdrehen lässt. Leider kassiert er dabei auch eine ziemlich böse Breitseite. Aber dann kann er mit Orochimaru doch nochmal eine echt heiße Nacht verbringen. Nach diesem Angriff checkt Sasuke aber mal, dass dieser Ninja in einer ganz anderen Liga spielt. So kann Orochimaru sich auch ziemlich easy ein Stück von Sasuke snacken. Er nimmt hier ihre Rolle weg und macht daraufhin eine Fliege. Sasuke ist also hier erstmal ohnmächtig und Sakura muss unseren Squad irgendwie durchcarryen. Während draußen also der absolute Krieg tobt, tobt in Sasuke ein innerer Konflikt, indem er sich selbst die Schuld an dem Uchiha-Vorfall gibt, weil er eben zu schwach war, seinen Bruder aufzuhalten. Orochimaru schafft es hier also erfolgreich, Sasuke zu manipulieren. Dabei wacht er wieder auf und hat nun einen ganz neuen Drip am Start. Um sein neues Fluchmal von Orochimaru hier also zu testen, benutzt er das Spielzeug, was glücklicherweise hier gerade rumliegt. Da Sasuke wohl auch ein ziemlich großer One Piece-Fan ist, spielt er mit den Jungs einfach mal die erste Folge nach und reißt Sakulein seinen Arm raus. Dabei kann Sakura ihren geliebten Sasuke gar nicht mehr wiedererkennen. Bevor er aber noch mehr durchdreht, kann sie ihn noch einmal stoppen. Dozo erkennt also hier, dass sie mega reingekackt haben, lässt seine Schiffrolle da und zieht ab. Die Situation ist zwar erstmal entschärft, aber unser Team hat hier ein Problem. Ihnen läuft die Zeit davon und sie benötigen immer noch eine andere Schiffrolle, weswegen Naruto und Sakura schummeln wollen und ihre aktuelle Rolle kopieren wollen. Sasuke ist aber, naja, dagegen und geht deshalb erstmal pissen. Dabei trifft er auf ein kleines, rothaariges Mädel. Und mit der Technik, die er sich von Rock Lee abgeschaut hat, konnte er sie hier auch retten. Da sie aber die gleiche Rolle hat wie sein Team, hat er sie erstmal in Ruhe gelassen. In der Zwischenzeit waren seine Idioten-Teammates gerade dabei, die Schriftrolle zu öffnen. Zu ihrem Glück werden sie aber von Kabuto gestoppt, mit dem sie sich dann auch erst einmal zusammentun. Zusammen hauen sie dann ein paar, naja, Kondom-Ninja kaputt. Sie snacken sich so also doch nochmal eine Rolle, kommen so in die engere Auswahl und es geht rein in die Einzelkämpfe. Da Sasuke aber noch ziemlich angeschlagen ist, wäre es jetzt echt gut für ihn, sich vor seinem nächsten Kampf ein wenig auszuruhen. Ja, das nenne ich mal Glück. Sein Gegner Yoroi ist dabei echt schlimm, weil er die ganze Zeit versucht, Sasukes Drip zu stehlen. Unser Boy macht es hier aber kurz und nimmt ihn in die Luft, um mit ihm zu quatschen.
Ich stehe auf deine wundervolle breite Stirn. Ja gut, aber danach schickt er ihn auf die Bretter und das auch ohne das Fluchmal zu benutzen. Kakashi hat das Ganze natürlich bemerkt, spielt das Ganze dann runter und macht mit Sasuke-kun erst einmal einen Abgang. In irgendeinem komischen, abgelegenen Keller kritzelt Kakashi dabei irgendwelche komischen Dinge auf Sasuke. Er wendet also einen GTA-Cheatcode an und kann das Siegel erst einmal unterdrücken. Aber das Siegel ist hier nur so stark wie eben Sasukes Wille selbst. Fürs Erste geht aber hier mal wieder K.O. Die Schulenprüfung findet also hier ohne Sasukes Anwesenheit statt. Und als Kabuto dann versucht, Sasuke im Krankenhaus aufzulauern, wird er von Kakashi absolut geplayt. Wie ein Dreckiger ergreift er dabei aber doch nochmal die Flucht. Und da der nächste Gegner im Finale der Prüfung für Sasuke dabei Gaara ist, korbt Kakashi Naruto auf voller Linie, ignoriert ihn vollständig, schickt ihn zu Ibisu und trainiert dann alleine mit Sasuke. Junge, Kakashi, dir ist aber schon klar, dass, naja, Naruto der f***ing Sohn von deinem Sensei ist, oder? Naja, gut, besser für Sasuke. Jedenfalls möchte Kakashi ihn hier auf seine Pubertät vorbereiten und zeigt ihm deshalb den schnellsten Weg ins Herz eines Mädchen. Weil ihr Training dann aber auch echt lange dauert, trainieren sie sogar bis zur Schulenprüfung, weswegen Sasuke beinahe zu spät kommt. Im letzten Moment erscheint er dann aber doch nochmal und hat freshen neuen Drip am Start. Und scheiße nochmal, das Nackentraining hat sich aber auch richtig fett ausgezahlt. Außerdem will er hier auch unbedingt gegen Naruto kämpfen. Und das, obwohl er sein Kampf gegen Haku, Kiba und Neji verpasst hat. Weswegen Naruto eigentlich für Sasuke immer noch auf Level sein sollte. Wie dem auch sei. Es geht hier also gegen Gaara und Junge, Sasuke hat einfach die verdammte momentane Teleportation von Son Goku Army gelernt. Damit gibt es also hier eine richtig fette Breitseite für Gaara. Doch Gaara zieht sich dabei einfach zurück, womit Sasukes Schläge nun rein gar nichts mehr ausrichten. Sasuke snackt sich deshalb den legendären Highground, launcht sein neues Jutsu Chidori und hört sich dabei so an, als würde er gerade mies einen abseilen. Mit tausenden von Vögeln, die am Zwitschern sind, legt er hier los und mit seinem neuen Jutsu, mit dem er auch jedes Girl in den DMs knacken würde, knackt er hier auch den Panzer von Gaara. Doch Gaara kontert dabei einfach mal mit seinem seltsamen Riesenarm. Seine Psyche ist hier nämlich komplett zusammengebrochen und Tsunagakure nutzt das Ganze als Zeichen, um loszulegen. Da Orochimaru nämlich in Wahrheit hinter ihrer Regierung steckt, weil dieser den Kasakage umgebracht hat, kommt es also hier zum Kampf der beiden Fronten. Weil Gaara dabei mit seinem Squad die Fliege macht, geht Sasuke auch sofort hinterher. Und da Sasuke irgendwie im Geheimen eine Bromance mit Shino hat, übernimmt dieser dann für Sasuke Kankuro. Gaara nimmt diesen ganzen Kampf gegen Sasuke auch hier persönlich, denn bei seinem Chidori-Training vorher hat er ihn gestört, weil er eben das Gefühl hatte, dass ihr Hass denselben Ursprung hat. Er ist eben aus Einsamkeit entsprungen. Ein weiteres Mal wird Sasuke dabei auch klar, dass er einfach zu schwach ist. Auch damals hat sein Bruder ihn nur verschont, weil er eben zu schwach war und es demnach nicht wert war, umgebracht zu werden. Sasuke haut hier richtig rein und setzt ein weiteres Mal das Chidori ein. So kann er den Hefeteig von Gaara in zwei teilen. Aber das ändert hier rein gar nichts. Gaara wird nämlich nur noch unheimlicher und Sasuke geht damit auch über sein tägliches Limit von Chidori. Er kann aber hier nochmal richtig durchziehen und beim erneuten Clash der beiden steckt er hier ziemlich stark ein. Doch sein Impact hat gesessen. Gaara hat nämlich hier einen miesen Treffer einstecken müssen. Dazu kommt noch, dass auch sein Mal wieder ausbricht. Bevor er dann aber völlig hilflos von Gaara umgebracht wird, dabbt sich sein Bruder Naruto dazu. Und als Gaara wieder voranstürmt, stellt sich dieses Mal sogar Sakura vor ihm, was Gaara hier an seinen Onkel erinnert und ihn deswegen zögern lässt. Narutos Taktiken zeigen dann aber leider keine Wirkung und Sasuke kann nicht mehr machen, als seinen Aufprall abzufedern. Er möchte hier auch, dass Naruto mit Sakura flüchtet, damit er sein eigenes Leben geben kann, um Gaara aufzuhalten. Sasuke möchte das Ganze tun, weil er nicht zulassen kann, dass ein Freund vor seinen Augen stirbt. Es ist auch hier das erste Mal, dass Sasuke Naruto als wahren Freund betitelt. Dadurch schöpft aber auch Naruto neuen Mut, da er eben gelernt hat, dass er durch seine Freunde weitaus mehr gewachsen ist, als in der Zeit, wo er alleine war. Er bekommt es hier so hin, mehr Cousins als Hakan Abi zu spawnen, als er in 1 gegen 1 gegen dich nach der Schule fighten wollte. Und damit bekommt Gaara so richtig schöne Schläge ab. Weil er aber dann ein Big Boy wird, zieht Naruto nach und Sasuke ist damit komplett aus dem Kampf raus. Eine fette Kopfnuss von Naruto und Hokage tot später ist dann dieser ganze Krieg hier vorbei. Bei der Beerdigung vergießen dann alle fette männliche Tränen für eben Hiruzen und Hayate Gekkoman.
womit dann auch erstmal Frieden in Konoha einkehrt. Aber nicht für lange. Weil Sasuke nämlich immer häufiger mit seiner Schwäche konfrontiert wurde, verzweifelt er komplett. Und weil seine Vergangenheit ihn einholt, sucht er den Schrein der Uchiha auf. Während er dies tut, geht Naruto mit Jiraiya auf eine Reise, um eben Tsunade aufzusuchen, damit sie die nächste Hokage werden kann. Dabei wird in Konoha nicht nur Kurenais Shinobi-Karriere beerdigt, nein, Itachi und Kisame von Akatsuki sind hier am Start und können von Kakashi und Maito Gai gerade so in die Flucht geschlagen werden. Weil Kakashi dabei aber das Tsukuyomi von Itachi abbekommen hat, landet er wieder im Bett, was Sasuke ganz schön misstrauisch macht. Der andere Konoha-Ninja verplappert sich dann und er bekommt wirklich mit, dass Itachi im Dorf war. Er macht sich hier also sofort auf die Suche nach Naruto, weil er mitbekommen hat, dass er das Ziel von Akatsuki ist. Dabei sucht Sasuke auch einige Orte auf und wirklich, er trifft viele verschiedene Leute. Seine heißeste Spur ist dabei aber auch leider eine Niete. Sasuke kommt hier nämlich erst zu Naruto dazu, nachdem Kisame und Itachi ihn aufgefunden haben. Und was die Reihe angeht, der ist gerade mit einem Girl auf einem Date. Da Sasuke aber hier wieder auf seinen Bruder trifft, bekommt er endlich die Chance nach Rache, auf die er so lange gewartet hat. Sein großer Tag ist also gekommen. Sein ganzes Training war nur für diesen Moment. Doch Itachi wehrt einfach ab, kickt ihn zurück, choket ihn, als wäre er nicht sein Bro, sondern sein Daddy, raidet ihn mehrere Mal seine Magengrube und droppt ihn dann sogar noch ein Tsukuyomi, in dem er von jeder Person, die ihr euch vorstellen könnt, gechoked wird. Itachi macht ihm hier also klar, dass ihm der Hass fehlt. Er muss noch viel weiter abtauchen, um stark genug für ihn zu werden. Ein weiteres Mal fehlt Sasuke also die Kraft und er wird hier ohnmächtig. Er vertreibt dann die Akatsuki-Homies und mit dem Guy Uber geht's für Sasuke wieder zurück nach Konoha. Als er dann wieder zu sich kommt, ist Tsunade bereits im Dorf und heilt ihn. Aber auch wenn er jetzt geheilt ist und wirklich einen riesen Johannes versteckt hat, schiebt er sich hier miese Depris. Sasukes Selbsthass auf seine fehlende Stärke und sein wiederholtes Scheitern projiziert er hier auf den Wachstum von Naruto und fordert ihn deshalb zu einem Kampf heraus. Dieser nimmt die Herausforderung auch an und auf dem Dach des Krankenhauses kommt es hier zum ersten richtigen Showdown der beiden. Mit Sasukes Gatling Gun gibt es hier auch ziemlich viel zu fressen für Naruto. Dieser tankt aber all seine Schläge und selbst seine Cousins mischen dann einfach mit. Für Sasuke sind sie aber hier kein Problem. Er kann sie hier auch easy peasy wegbrutzeln. Doch damit steigt der Kampf der beiden ihnen zu Kopf. Naruto greift deshalb zu seinem neuen Jutsu Rasengan, was für Sasuke hier eine absolute Überraschung ist und ihn instinktiv das Chidori einsetzen lässt. Bevor es hier aber zum Clash der beiden kommt, kommt Kakashi nochmal rechtzeitig dazwischen. Durch den Aufprall der beiden ist Sasuke dann auch erleichtert, weil er sieht, dass seine Attacke weitaus mehr Schaden als die von Naruto angerichtet hat. Als er dann aber sieht, dass Narutos Rasengan in Wahrheit viel mächtiger ist, bricht seine Psyche komplett zusammen. Kakashi versucht dabei, ihn doch nochmal emotional zu erreichen. Doch Sasuke spricht hier Klartext. Jemand wie Kakashi, der nicht alles verloren hat, könnte ihn niemals verstehen. Kakashi klärt ihn dabei aber auf, dass er rein gar nichts über ihn weiß. Er hat nämlich seinen Vater, seinen Meister, seine Freundin und seinen besten Freund verloren. Kakashi hat niemanden mehr auf dieser Welt. Und ja, Freunde, das war schon ziemlich assi von Kakashi, dass er einfach mal Gai ignoriert hat, aber er wollte Sasuke eben wieder auf den rechten Weg führen. Jedenfalls versucht er hier, Sasuke klarzumachen, dass das Leben weitergeht und man auf diesem Weg immer wieder Menschen trifft, die einem viel bedeuten können. Er kann ihn zwar erreichen und tief im Inneren weiß Sasuke auch, dass Kakashi recht hat, doch in seiner verzweifelten Stunde wird er dann von Orochimarus Handlangern aufgesucht, die ihm aufzeigen, wie stark sie mit dem voll ausgeprägten Fluch mal sein können. Die sind quasi die direkte Antwort auf das Problem, was Sasuke aktuell beschäftigt. Er lässt sich also hier von der Macht verführen und gibt alles auf, an das er geglaubt hat. Wenn Orochimaru ihm Kraft versprechen kann, dann geht er eben mit, denn Rache ist das Einzige, für das er noch lebt. Er hatte das Gefühl, dass die Leute aus Konoha ihn zurückgehalten hatten und er alles aufgeben muss, um sein Ziel zu erreichen. Als er am Abend dann das Dorf verlassen möchte, wird er von Sakura aufgehalten. Sie geht hier sogar so weit, dass sie ebenfalls dem Dorf den Rücken kehren würde, nur um mit ihm mitzugehen. Sasuke ist dabei auch das erste Mal so richtig ehrlich und bedankt sich aufrichtig bei Sakura für alles, was sie getan hat. Egal wie oft er sie schlecht behandelt hat, sie war immer nett zu ihm. Sie konnte nämlich den wahren Sasuke sehen. Eigentlich ist sein Wunsch enorm groß, eine neue Familie in Team 7 zu haben. Doch gleichermaßen fühlt er sich so, als müsste er alles aufgeben, um seiner ultimativen Rache gerecht zu werden. Er bedankt sich also bei Sakura dafür, dass sie immer den wahren Sasuke sehen wollte. Doch diesen Weg, den er nun bestreiten will, muss er alleine gehen. Für ihn ist nur wichtig, wer ihn stärker macht. Team 7 bringt ihn dabei nichts, doch Orochimaru hat genau das, was er braucht.
auch wenn der Preis dafür ungemein hoch ist. Um also das Fluchmark nun den nächsten Schritt gehen zu lassen, muss Sasuke hier eingehend von den Sound 4 versiegelt zu werden, womit er also erstmal an einen extrem dunklen Ort gelangt. Als Sasuke dann etwas später und nach vielen Kämpfen wieder aufwacht, fühlt er eine völlig neue Kraft, die er nun freisetzt. Er sieht auch Naruto, wie er es gerade mit Kimimaru aufnimmt. Sasuke ignoriert sie aber hier komplett und zieht alleine weiter durch. Doch auch wenn er einen Vorsprung hatte, holt ihn Naruto wenig später ein und am Tal des Ende stehen die beiden sich ein weiteres Mal gegenüber. Doch Naruto kann dabei den Sasuke, der vor ihm steht, nicht mehr wiedererkennen. Selbst bei seinen Schlägen bleibt Sasuke hier völlig kalt. Er hat seine Bande mit allen getrennt, macht es alles und nur Orochimaru kann sie ihm geben, auch wenn er dafür seinen Körper hergeben muss. Naruto bemerkt dabei auch, dass Sasukes neue Kraft absolut überwältigend ist. Aufgeben kann er hierbei trotzdem nicht, immer weiter und weiter, auch wenn er damit immer wieder kassiert. Sasuke will ihm dabei auch klar machen, dass er anders als Naruto ist. Sein Traum ist nicht in der Zukunft, sein Traum beruht auf der Vergangenheit. Sasuke erkennt Naruto hier sogar als seinen wahren besten Freund an. Doch gerade deshalb hat er noch einen Grund mehr, ihn umzubringen. Es treffen hier also wieder mal Rasengan und Chidori aufeinander, wodurch Naruto bemerkt, dass Sasuke es hier wirklich ernst meint. Durch Sasukes weitere Angriffe muss Naruto auch auf das Kyuubi-Chakra zurückgreifen. Doch Sasuke macht es hier genauso, wie Kakashi es ihm beigebracht hat und findet den Weg in Narutos Herz. Doch dadurch bekommt er auch zum ersten Mal zu sehen, was für ein Monster in Naruto schlummert. Und verdammt wird Sasuke dabei nass gemacht. Ich meine, er bekommt hier so dermaßen die Prügel geschmissen, dass Naruto ihm einfach ein Stück Heimat wiedergibt. Ihr fragt euch, was ich damit meine? Naja, Naruto gibt dir die ganze Prügel hinterher, die er die letzten Jahre verpasst hat, weil sein Vater gestorben ist. Aber er kann hier einfach nicht zu Sasuke durchdringen. Naruto weiß schließlich nicht, wie es ist, etwas zu verlieren. Denn er war zwar genauso einsam wie Sasuke, aber er ist schon ohne etwas zu haben auf die Welt gekommen. Doch Naruto kann sich so fühlen wie Sasuke, weil er gerade im Inbegriff dessen ist, Sasuke selbst zu verlieren. Den beiden ist auch hier klar, dass sie eigentlich schon immer Freunde gewesen sind. Schon seit jenem Tag. Doch diese Welt ließ ihre Freundschaft nicht zu. Nun ist es auch viel zu spät für diese Freundschaft. Der Kampf geht also hier weiter und Sasuke Sharingan entwickelt sich ebenfalls weiter. Nun sieht er Narutos Angriffe voraus und kann die so alle easy kontern. Was nun auch bedeutet, dass Sasuke die Prügel, die Naruto von seinem Dad eingesteckt hätte, nun nachholen kann. Naruto kontert dabei mit den Naruto-Torpedos und Sasuke packt mal wieder seinen legendären Finisher aus, die Batista-Bomb. Das weckt dann aber wirklich mal den Kyuubi. Naruto hat damit wieder die Oberhand und scheiße doch mal, er strukturiert einfach mal das gesamte Gesicht von Sasuke um. Was aber auch hier den Drip von Sasuke vollendet. Mit freaking Händen als Flügel, was die zugleich dümmste und klügste Idee von Kishimoto überhaupt ist, ist er hier nun übelst krass unterwegs. Es kommt also zum finalen Clash. Chidori und Rasengan treffen wieder aufeinander. Dieser Angriff wird gefolgt von einer riesen Explosion und die beiden Freunde gehen daraufhin auseinander. Und sollten sich von diesem Moment an lange nicht mehr wiedersehen. Beide gehen damit K.O., doch im vollkommenen Sadness and Sorrow-Regen ist Sasuke derjenige, der als Sieger hervorgeht. Er lässt sein Stirnband dabei zurück und macht sich auf den Weg in die komplette Dunkelheit. Also, Sasuke hat es hier geschafft. Er ist bei Orochimaru angekommen. Jetzt stellt sich mal die Frage, wie sieht sein Training denn eigentlich aus? Ja, er musste mit Orochimaru baden. Er musste seinen Drip zu einem ändern, wo sein Oberkörper frei ist. Und man kann ihn nun mit Hilfe von einer Schleife ausziehen, als wäre er ein Geschenk. Ach ja, und Orochimaru hat hier natürlich auch richtige Sachen beigebracht. Es zieht also hier etwas Zeit ins Land und trotz Sasukes enormen Richtungswechsel kam es bei jedem Training nicht einmal dazu, dass er irgendwen umgebracht hat. Irgendwo ging er immer noch seinen rechtschaffenen Weg. Es kommt also zu jenem Tag. Nach fast 3 Jahren trifft er also hier seinen ehemaligen Homie Naruto wieder. Doch auch wenn Naruto extrem viel trainiert hat, ist Sasuke ihm mittlerweile weit voraus. Im Alleingang schaltet er Team 7 aus und auch seine komische Kopie koppt er dabei vollständig. Sasuke kann hier sogar dem Kyuubi mal einen Besuch abstatten, wobei dieser die Präsenz eines gewissen Madara Uchihas wahrnimmt. Bevor er aber hier seine alten Freunde mit seinem neuen Jutsu pulverisiert, wird er von Orochimaru gestoppt. Und nach diesem kurzen Wiedertreffen gibt es hier also erstmal wieder ein Goodbye. Orochimaru freut sich dabei schon zu Hause auf eine schöne Massage
von seinem lieben Sasuke. Doch, naja, nun weht ein etwas anderer Wind. Sasuke hat die Nase nämlich gestrichen voll. Ja, Sasuke greift hier Orochimaru an, weil es nun keinen Grund mehr für ihn gibt, ihn seinem Körper zu überlassen, da Sasuke mittlerweile mächtiger als Orochimaru geworden ist. Sein Angriff geht dabei aber ins Leere, weil Orochimaru in seiner Schlangengestalt rumgurkt. Eine Schlange, die am Boden liegt, kann aber nur davon träumen, am Himmel mit dem Adler mitzufliegen. Mit diesem absoluten Disrespect zerteilt Sasuke hier Orochimaru komplett. Doch auch dieser Sieg war nur ein Fake. Orochimaru scheint nämlich nicht einfach so zu sterben. Mit seinem letzten Angriff wirkt es hier auch so, als hätte Orochimaru sich Sasuke einverleibt. Als Kabuto dann wenig später dazukommt und Sasukes Körper sieht, fühlt es sich für ihn auch so an, als wäre die Reinkarnation von Orochimaru abgeschlossen. Doch in Wahrheit ist Sasuke hier derjenige, der Orochimaru im Inneren übernommen hat. Orochimaru musste damit erneut in die Augen schauen, die ihn schon damals als absoluten Abschaum angesehen haben. Nun hat sich der Falke also erhoben. Der wahre Sasuke ist zurück und ist seinem Ziel, Itachi zur Strecke zu bringen, nun extrem nahe gekommen. Doch um dieses Ziel auch zu erreichen, braucht er ein Team. Also fängt er an zu rekrutieren. Um es seinem Bruder gleich zu machen, holt er sich deshalb einen Haushai dazu. Seiner heißt nur eben nicht Kisame, sondern Suigetsu. Auf Nostalgie angelehnt, gehen sie zusammen das Grab von Zabuza ausrauben. Doch sein Schwert ist dabei nicht mehr da. Weil Suigetsu aber nur mitmacht, wenn er das Schwert bekommt, machen sie hier eine kurze Sidequest im Land der Wellen. Mit seinem Dick Destroy December Arm grabt sich Suigetsu dann auch das Schwert von irgendwelchen Banditos. Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Suigetsu ist halt einfach Bootleg Cloud aus Final Fantasy. Nachdem sie dann auf Moses angelehnt das Meer überquert haben, treffen sie die nächste im Bunde, nämlich Karin. Ich meine, hey, Sasuke wird auch eben ein Ersatz für seine Waifu. Und ich meine damit seine Uzumaki Waifu. Und Mann, die passt doch echt gut, weil die ist so richtig krass am Simpen für Sasuke. Könnte das vielleicht an der Uzumaki Genetik liegen? Sasuke nimmt sie hier aber nur mit, weil sie gut im Aufspüren ist und im Grunde genommen wie magische Bohnen funktioniert. Wenn man eben an ihr saugt, heilt man sich, auch wenn Karin lieber an Sasuke saugen würde. Das letzte Teammitglied ist dabei Yugo. Er ist so ziemlich der Hulk unter den Orochimaru-Experimenten und er ist auch einfach mal so diese andere Referenz auf C16. Aber Sasuke macht dabei easy den Spießumdreher. Yugo wurde nämlich damals von Kimaru gerettet und ist diesem treu ergeben. Da dieser sich aber für Sasuke geopfert hat, damit Orochimaru einen neuen Körper bekommt, wird Yugo dann zu Sasukes Schoßhündchen. Dass Sasuke aber eigentlich, naja, Orochimaru umgebracht hat und so den Traum von Kimimaru mit Füßen getreten hat, das checkt Yugo hier nicht ganz. Sein Squad ist damit also assembled, bekommt den Namen Team Hebi und wurde nur gegründet, um seinen Bruder Itachi zur Strecke zu bringen. Itachi hat dabei aber echt null Angst, weil er bringt hier einfach mal locker flockig mit Kisame den Jutsu von Son Goku um. Nämlich den guten alten Roche. Bevor Sasuke dann aber durchzieht, muss er erstmal der heiligen Katzenoma einen Besuch abstatten, um so ihren Segen zu erbitten oder so. Gut, danach trifft aber Sasuke endlich auf ein Akatsuki-Mitglied. Doch leider auf das Falsche. Wobei, dieser komische Kerl ist hier eigentlich ganz lustig. Der andere macht dabei wirklich auch Stress. Auch wenn Sasuke nicht wirklich versteht, warum der Bruder von Ino jetzt Stress macht, nur weil er sie nicht daten wollte. Er stürmt hier also sofort los und Shishi-Son-Son-Tobi. Doch irgendwie steht dieser danach einfach wieder auf. Deidara kommt dann zwar mit seinen Minen an, aber die schaltet Sasuke einfach aus. Weil Deidara aber mehr Bauchtaschen als der klassische Tipico-Spieler am Start hat, nervt er hier weiter rum. Sasuke nutzt dabei aber einfach den Trick aus der zweiten Klasse und benutzt das Jutsu des Tausches. Deidara wird damit also sauer und holt sein Ass raus, den weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Dabei droppt er auch ein richtig großes Geschäft. Aber Sasuke, naja, fängt das Ganze einfach mit seinen drippy Händen auf. Weil Deidara dann nicht aufhört, verliert Sasuke auch sein Schwert. Einer seiner Hände geht dabei auch drauf, aber er hat es irgendwie noch durchgeschafft. Danach wird Deidara von Sasuke vollkommen outplayed. Er umgeht nämlich das gesamte Minenfeld am Boden mit seinem Schwert, jumpt hoch und kapert damit Deidara Schlitten. Und natürlich nutzt Sasuke hier auch mal wieder die legendären Schnüre und lässt Deidara so auf seinen eigenen Viech in seine Bombe knallen. Sasuke rettet sich dabei auch genauso wie Tarzan auf einen Baum. Doch Deidara ist hier immer noch am Leben. Er wird hier auch von den Augen der Uchiha mies getriggert, weil er damals von Itachi, naja, ziemlich böse gedribbelt wurde. Seine Riesenexplosion, die er hier pullt, scheint aber irgendwie keine Wirkung zu haben. Doch durch Deidaras Gesichtsausdruck checkt Sasuke dann, dass hier irgendetwas nicht zu stimmen scheint. Was auch hier die Wahrheit ist, weil Sasuke sich einfach mal so in Staub auflöst. Deidara hat hier nämlich Minibomben verteilt, die innerhalb des Körpers hochgehen.
Als dieser aber dann seinen Sieg so richtig feiert, merkt er, dass er vollkommen verkackt hat und Sasuke, der doch noch am Start ist, findet dabei den schnellsten Weg in sein Herz. Er erklärt ihm hier, dass er durch seinen Sharingan die Bombenpartikel wie eine Rauchwolke erkennen konnte. Er hat die Falle also gerochen und das Erwischen von ihm war nur ein Genjutsu. Deidara hat aber hier ebenfalls ein Ass im Ärmel. Er hat das Genjutsu von Sasuke predicted und hier einen Doppelgänger benutzt. Bevor er dann hochgejagt wird, kann er sich aber doch nochmal befreien. Und die ganzen Minen, die er in seinem Körper hat, hat er mit seinem Raiton einfach entschärft. Da sie nun also wieder am Boden sind, kann Sasuke es mal Tokyo Revengey-mäßig mit Deidara aufnehmen. Sasuke hat hier auch von Anfang an durchschaut, dass die Minen von Deidara sich nicht selbst zünden, wenn man auf sie tritt. Er wusste, dass Deidara nicht so kämpfen würde, weil es eben keine wahre Kunst wäre. Dadurch konnte er also einfach alle Bomben entschärfen, ohne Gefahr zu laufen, dass sie vorher explodieren. Was hier im Umkehrschluss bedeutet, dass Deidara mal wieder von dem Sharingan komplett ausgetrickst wurde. Also dreht er hier komplett durch und droppt sein Meisterstück. Er zündet seine geheime Bombe, sprengt sich selbst und Sasuke kann dieser Explosion nicht mehr ausweichen. Naja, das denken wir alle. Sasuke konnte hier aber entkommen, weil er sich einfach mal in seinem vertrauten Geist versteckt hat. Dieser Sohn, verdammtes Seemuckin. Gut, fürs Erste muss Sasuke sich also hier schon, um sich auf Itachi vorzubereiten. Er pennt hier also erstmal eine Runde. Da er aber Orochimarus Power übernommen hat, wird er viel schneller fit als eben vorher. Nach einer Weile treffen sie dann auf den Türsteher Kisame. Itachi erwartet nämlich schon seinen Bruder und möchte, dass er alleine zu ihm geht. Nach so vielen Jahren, so viel Training und so viel, was Sasuke durchmachen musste, ist es nun endlich soweit. Er trifft hier auf sein Ziel. Sasuke trifft wieder auf Itachi. Der Kampf geht hier sofort los und die beiden Brüder fetten sich hier noch mehr als ich mich damals mit meinem eigenen Bruder. Itachi tanzt hier auch einfach mehr, als er wirklich kämpft. Sasukes Chidori dient dabei auch nur als Ablenkung und mit einem Doppelgänger nimmt er sich hier seine Rache. Der Uchiha-Clan wurde also endlich gerecht und Sasuke hat seinen Traum erfüllt. Yep, Itachi ist einfach der ultimative Internet-Troll. Sasuke macht hierbei keine halben Sachen und sticht ihn einfach direkt nochmal ab. Jedenfalls möchte er hier seine Frage beantwortet bekommen, wer der andere Shinobi ist, mit dem Mangekyo Sharingan, von dem Itachi damals gesprochen hat. Dabei erfährt er, dass Itachi damals Hilfe von niemand anderes als Madara Uchiha bekommen hat. Die Realität ist nicht nur das, was man denkt zu wissen, doch oftmals kann die Wahrheit stark von dem abweichen. Eben genauso, wie Sasuke dachte, dass er seinen Bruder wirklich kennen würde. Übrigens, Setsu, der hier zuschaut, checkt auch gar nicht, was abgeht, weil Itachi und Sasuke eigentlich nur rumstehen und sich die ganze Zeit mit Genjutsus battlen. Itachi macht seinem Bruder damit auch klar, dass das Mangekyo, sobald es erwacht ist, immer schneller in die Dunkelheit absinkt. Itachi macht aus diesem Anlass hier auf Geschichtsstunde. Vor langer Zeit gab es nämlich nicht nur Madara Uchiha, sondern auch noch seinen Bruder Izuna. Bei beiden erwacht doch irgendwann das Mangekyo Sharingan. Doch damit hat sich auch Madara verändert. Das Mangekyo führte nämlich dazu, dass er irgendwann erblindet ist. Und um aus dieser Dunkelheit zu entkommen, tat er damals das Schlimmste und nahm seinen eigenen Bruder die Augen weg. So erlangte er also das ewige Mangekyo Sharingan, mit dem er wieder sehen kann und was er ohne Limitierungen benutzen kann. Damit wird auch hier Itachis wahres Motiv klar. Er hat Sasuke die ganze Zeit am Leben gelassen, weil er seine Augen braucht. Damit geht es also in die nächste Runde der beiden und Sasuke hat es hier wirklich sehr schwer. Normalerweise würde er nämlich den Kampf instant gewinnen, aber da sie hier keine Mutter mehr haben, kann er nicht um Hilfe schreien und so muss er halt wirklich kämpfen. Sasukes Schlangen Beyblade Defense wehrt hier aber nochmal all seine Angriffe ab. Und auch in der Offensive nutzt er hier diese mächtigen Spins. Itachi wehrt aber einfach ab, setzt Sasuke fest und tauscht dann die Glühbirne aus. Er bunkert das Auge auch ziemlich schnell und nimmt sich dann einfach das andere, was Sasuke hier aber nochmal gerade so verteidigen kann. Und damit sehen wir auch, dass auch diese Sequenz hier nur ein Genjutsu war. Sasuke macht hier also sofort weiter und holt die alte Wurfstern-Taktik raus. Mit dem Schattentrick hat Itachi hier aber gerechnet und macht einfach locker flockig auf Matrix. Sasuke hat aber dieses Mal eine fette Rebound-Funktion eingebaut. Er macht hier nämlich seine Shuriken kaputt und
trifft seinen Bro. Ja, Sasuke ist und bleibt der Meister der Schnüre. Und die Leute auf dem Schlachtfeld sind nicht die einzigen, die dieser Bruder um den Finger wickelt. Itachi scheint dabei irgendwie zu schwächeln und der ganze Kampf verlegt sich dann aufs Dach. Damit gibt es hier auch so ein richtig schönes Gefetze mit dem Feuerversteck. Itachi kann das Ganze hier aber für sich entscheiden, indem er eben sein Amaterasu drauflegt. Doch auch Sasuke packt damit ein absolutes legendäres Jutsu aus. Doch letzten Endes wird Sasuke hier getroffen und muss dafür seine andere Drippy-Hand opfern. Sasuke selbst ist aber hier nochmal nach unten geflüchtet. Er schießt sich dann wieder hoch und snackt sich dabei den High Ground. Auf seinen Flashback angelehnt hat Sasuke hier nämlich ein absolutes brachiales Jutsu entwickelt. Damals hatte er wegen Itachi nur Sadness and Sorrow Regen. Und heute nutzt er diese Umstände für sich, um das Wetter in seinen Kampf einzubeziehen. Er hat vorher sein Feuerversteck hochgeschossen, um ein Gewitter zu erzeugen. Nun nutzt er diese Situation und beschwört einen riesigen Donnerdrachen. Mit seinem neuen Jutsu Kirin gibt es also eine richtig fette Dubstep-Bombe. Mit diesem Plan war es Sasuke möglich, es mit Itachi aufzunehmen, obwohl er nicht stärker als dieser ist. Er denkt zwar hier, er hat auch gewonnen, aber Itachi steht einfach wieder auf und zeigt ihm eben die wahre Macht des Mangekyo, nämlich sein Susanoo. Das nutzt hier auch Orochimaru aus, der irgendwie doch nochmal am Start ist und versucht Sasukes Körper zu übernehmen. Itachi disrespektiert aber einfach Orochimaru und köpft ihn. Anders als bei One Piece braucht er dafür aber nicht 80 Folgen, sondern eben 8 Sekunden. Ja, Orochimaru wird dabei einfach aufgesaugt, wie er es gerne mit Sasuke gemacht hätte. Sasuke ist damit also frei von Orochimaru, aber verzweifelt damit komplett. Seine Chakra-Reserven sind nämlich vollständig aufgebraucht und Itachi kommt hier immer näher auf ihn zu. Doch in seiner dunkelsten Stunde, in dem Moment, wo Sasuke mit seinem eigenen Leben schon abgeschlossen hatte, entgegnete sein Bruder ihn mit Liebe. Mit den Worten, egal für was du dich entscheidest, ich werde dich für immer lieben, du musst mir nicht verzeihen, Sasuke, geht Itachi hier zu Boden. Sasuke hat den Kampf also doch noch gewonnen und damit sein langjähriges Ziel, eben seine Rache, endlich vollführt. Doch obwohl das Ganze ein Riesentriumph sein sollte, fühlt sich Sasuke hier vollkommen leer. Es fühlt sich hier nicht so an, als hätte er es endlich geschafft, sondern mehr so, als hätte er etwas verloren. Mit diesen Gefühlen geht Sasuke also erstmal zu Boden und schläft ein. Als er dann wieder aufwacht, trifft er auf Tobi. Doch dieses Mal ist er nicht so heiter drauf wie bei ihrem letzten Treffen. Er enthüllt auch hier vor Sasuke, dass er niemand anderes als Madara Uchiha sein soll. Weil er dann auch seinen Sharingan sieht, wird hier Itachis Amaterasu, was er vorher bei Sasuke installiert hat, getriggert. Doch obwohl wir wissen, dass die Flammen von Tobi niemals aufhören zu brennen, schafft er es irgendwie, keinen Schaden davonzutragen. Dazu kommt noch, dass er anfängt davon zu erzählen, dass Itachi alles, was er getan hat, nur getan hat, um Sasuke zu beschützen. Was Tobi ihn hier klar machen möchte, ist eben, dass er seinen Bruder nicht gekannt hatte. Er möchte ihn also hier die komplette Wahrheit über Itachi Uchiha erzählen. Eben die Wahrheit, die nur die Konoha-Führungsebene wusste. Alleine das Andeuten dessen, dass Itachi nie sein Feind war, sondern ihn immer nur beschützt hat, lässt hier Sasuke komplett zusammenbrechen. Madara erklärt ihm also hier, dass er damals für den Uchiha-Clan mit dem Senju-Clan lange Krieg geführt hat. Nachdem er es unzählige Male mit Hashirama aufgenommen hat, hat er sich irgendwann die Augen von seinem Bruder genommen, um eben seinen Clan weiterhin beschützen zu können. Nach einigen Schlachten hatte der Clan von ihm aber irgendwann genug. Madara wollte zwar weiterkämpfen, aber er war alleine mit diesem Gedanken. Er musste sich also fügen und so wurde Konoha gegründet. Er konnte aber nie wirklich mit der ganzen Sache abschließen. Deswegen stellte er sich irgendwann gegen Konoha. Seine Brüder und Schwestern vom Uchiha-Clan wollten aber nicht mit ihm mitziehen. Was dazu führte, dass er am Tal des Ende sein Ende fand im letzten Kampf gegen Hashirama. Doch das ist nur das, was alle geglaubt haben. In Wahrheit konnte er eben überleben. Die Uchihas wurden also Konoha mit der Zeit immer unwichtiger und die Senjus übernahmen die Kontrolle des Dorfes. Der Angriff des Kyuubi besiegelt dann das Schicksal des gesamten Clan. Die Führungsebene glaubte nämlich, dass die Uchiha dahinter steckten, obwohl dies nicht der Fall war. Sie wurden also aus der Stadt verdrängt und an den Rand des Dorfs vertrieben. Der dritte Hokage versuchte das Ganze aufzuhalten, doch das Misstrauen in die Uchihas wurde immer größer. Sie waren zwar nicht daran schuld, wurden aber verurteilt, was dazu führte, dass auch die Uchiha sauer wurden und einen Hinterhalt gegen Konoha planten.
Konoha bemerkte dies schnell und schleuste deswegen Itachi als Doppelspion bei den Uchiha ein. Itachi war auch bereit, diese Mission anzunehmen, da er schon mit 6 Jahren die Schrecken des Krieges kennenlernen musste. Dieses Ereignis machte ihn damals auch zum Pazifisten. Seine oberste Priorität war damit der Frieden. Und ihm war ganz genau bewusst, was passieren würde, wenn die Situation sich im Dorf zuspitzen würde. Die Uchiha als auch die Dorfbewohner würden sich nur gegenseitig umbringen. Es wird kein Gewinner hervorgehen und Konoha wäre geschwächt. Das Gleichgewicht der Macht auf der Welt wäre damit auch gekippt und so hätten die anderen Dörfer Konoha angegriffen, womit es eben zum 4. Shinobi-Weltkrieg gekommen wäre. Itachi hatte hier schlichtweg keine andere Wahl. Er musste sich gegen seine Familie entscheiden. Mit dem Massaker half ihm auch damals Madara, weil dieser selbst Krieg wollte. Er wollte eben Rache gegen die Uchiha nehmen. Doch dafür, dass Itachi ihm geholfen hat, konnten sie einen Deal eingehen, dass er Konoha in Ruhe lassen würde. Er brachte also alle um, außer seinem Bruder Sasuke, und machte eben mit Konoha den Deal, dass keiner von ihnen Sasuke nur ein Haar krümmen darf. Selbst als Teil von Akatsuki beschützte er weiterhin Konoha. Und auch damals kam er nur nach Konoha, um eben klarzumachen, dass auch wenn der dritte Hokage gestorben ist, er immer noch da ist und der Deal steht. Nun versteht Sasuke auch, was Itachi ihm am Anfang des Kampfes mitteilen wollte. Die Realität weicht oft so dermaßen von dem eigenen Wissen ab, dass wir glauben, sie sei eine Illusion. Sasuke hat also nun verstanden, dass sein gesamtes Leben nur eine Lüge war. Und der Anblick des Meeres macht ihn dabei klar, dass er niemals wirklich frei war. Ja, okay, zugegeben, in dem Detalk bin ich ein bisschen verrutscht und in den falschen Anime gedriftet. Wie dem auch sei, nun ist Sasuke in der Lage dazu, dem Uchiha-Clan wieder seinen Stolz zurückzugeben. Und mit seinem eigenen Mangekyo Sharingan ist er nun auf dem besten Weg dorthin. Er hat sich als Schlange eben erhoben und mit seinem neuen Team Taka will er als Falke nun Konohagakure zerstören. Nun, da er auch die komplette Wahrheit kennt, kommt auch die Erinnerung hoch, die er verdrängt hat. Er sah nämlich damals ganz genau, dass Itachi in jener Nacht geweint hat. Sasuke kann aber hier nicht das tun, was sich sein Bruder gewünscht hat. Er kann Konoha nicht beschützen, er möchte immer noch Rache. Deshalb will er auch hier nicht seine Augen annehmen, weil er die Welt eben aus einer anderen Perspektive sieht. Das Ganze spielt Tobi auch in die Karten, weil er sich damit nicht mehr einen Deal halten muss, Konoha in Ruhe zu lassen. Sasuke nimmt also hier einen Nebenjob an, als eben Akatsuki-Mitglied und hat damit absolut freshen Drip. Da er aber nur noch Teil von ihnen ist, muss er natürlich auch mal lochen. Was bedeutet, dass er einen Bijou besorgen soll. Mit seinem ganzen Team stellt er sich also hier Killer B, der sie ordentlich begrüßt. Abtrünniger Ninja, ja, du kämpfst hier gegen 8 Schwänze. Es wäre okay, wenn du Bengel doch hier jetzt Angst hättest. Dein Sharingan hilft dir nicht weiter, kriegst ne Schelle. Du wirst unterwürfig wie Akamaru, also komm Bälle. Und naja, was soll ich sagen? Also Sasuke dachte zwar, dass dieser ganze Kampf ziemlich easy werden würde, aber dieser Boy hat das wirklich ordentlich in sich. Sie bladen sich hier hin und her, doch B ist im Bladen einfach noch krasser als Sasuke. Sie hauen hier einfach Kampfmoves raus, die fresher sind als jeder Tango und Sasuke muss hier ganz schön viel einstecken. Auch sein Chidori bringt hier rein gar nichts. B sticht ihn hier einfach mehrere Male ab, als wäre er im Gefängnis und hätte ihn auch hier gefinisht, wenn sein Team ihm nicht geholfen hätte. Er wird also hier abgelenkt und Sasuke snackt sich dabei einen leckeren Energy Drink. Doch auch zusammen haben sie hier keine Chance gegen diesen Bruder. B schaltet hier sogar einen Gang hoch und erinnert Sasuke damit an Naruto. Mit seinem neuen Sharingan kann Sasuke hier aber ausweichen und B in ein Genio zu setzen. Leider funktioniert das Ganze hier nicht bei B, weswegen Sasuke wieder mal richtig aufs Maul bekommt. Yugo sieht sich damit auch gezwungen, Sasuke seinen Fluch mal zu überlassen, um ihn wieder zu boosten. B macht sich derweil auch breit wie Gojo in der Bahn und wird damit zum 8-Schwänzigen. Mit Yugo, der nun ein Kiddo geworden ist, sieht sich Sasuke auch dazu gezwungen zu fliehen. Zugetsu geht dabei als Ablenkung auch völlig unter. Doch um sein Team zu beschützen, nutzt Sasuke hier auch endlich mal seine neue Fähigkeit und holt das Amaterasu raus. Leider wird dabei Karin von diesem getroffen. Anders als Itachi gelingt es Sasuke aber hier mit seinem anderen Auge die Flammen von Karin zu löschen. Dadurch ist er auch in der Lage, die Flammen von B zu löschen und kann ihn hier erfolgreich einfangen. Nachdem er sich also dann ein wenig ausgeruht hat, will er jeden zur Rechenschaft ziehen, der eben im Frieden lebt, der durch Itachi ermöglicht wurde. Sein ganzes Leben war eine Lüge und die Verantwortlichen will er dafür nun erledigen. Aus seiner Sicht tut er damit auch das gleiche wie Itachi. Sasuke war ihm nämlich wichtiger als das Dorf und genauso ist eben Itachis Leben wichtiger für Sasuke als Konohagakure. Da sie nur noch den Bijou ausgeliefert haben, sind sie hier fertig mit Akatsuki und wollen eben quitten. Damit geht jeder auch wieder seinen eigenen Weg. Doch einige Wochen später spürt Tobi sie dann wieder auf, da er eben herausgefunden hat,
hat, dass der Achtschwänzige sie gedribbelt hat. Er konnte nämlich noch flüchten, was bedeutet, dass ihr Deal noch nicht erfüllt ist. Bevor Sasuke also Konoha erreicht, wird er gestoppt und es kommt hier zum Kampf der beiden, bei dem Sasuke bemerkt, wie Tobi damals den Amaterasu von Itachi ausweichen konnte. Von Tobi erfährt Sasuke dann auch, dass Pain Konohagakure verwüstet hat und Naruto ihn deswegen zur Strecke brachte. Außerdem ist nun niemand anderes als Danzo der neue Hokage. Es gibt hier also eine Planänderung. Sasuke möchte nämlich nun Danzo abfangen, der gerade unterwegs ist, zu einer Konferenz aller 5 Kage. Angekommen bei besagter Konferenz sehen wir dann auch einen völlig neuen Sasuke. Denn nun sind ihm andere Menschen völlig egal. Wer sich ihm in den Weg stellt, muss eben sterben. So einfach ist es für ihn. Auch Karin bemerkt dabei, dass dieser Sasuke hier ganz anders ist als den, den sie ins Herz geschlossen hat. Und auch der Raikage mischt nun höchstpersönlich mit. Seine Gefolgsmänner machen dabei sogar auf Dragon Ball, weswegen der Raikage richtig einen versenken kann. Was aber hier nur ein Genjutsu war. Zugetsu kommt dann zwar zur Defensive dazu, aber das Ganze bringt eigentlich nur sein Schwert zum Brechen. Yugo wird dann auch für seinen Bro Sasuke wieder zum Monster und kann deshalb, naja, geile Schellen vom Raikage kassieren. Deswegen muss Sasuke auch wieder ran, weswegen er den einen Typen komplett fürs Leben traumatisiert. Daraufhin nimmt er es mit dem Raikagen auf, was aber nichts bringt, weil er so eben sofort gegrabt wird und dann mal selber spüren muss, wie sich eine Batista-Bomb anfühlt. Glücklicherweise konnte sich Sasuke im letzten Moment schützen, da auch in Sasuke nun das Susanoo erwacht ist. Weil der Raikage dann aber immer noch blitzschnell ist, musste der eine Sturmtruppler dran glauben. Mit seinem Susanoo und eben Amaterasu hat Sasuke aber nun eine Verteidigung, die nicht durchbrochen werden kann. Der Raikage riskiert es hier aber trotzdem und er macht einfach weiter und will auch noch seinen Fuß opfern. Bevor das aber passiert, kommt hier der Kazekage Gaara dazu. Er möchte hier auch das gleiche tun, was Naruto damals bei ihm getan hat und Sasuke Talk no Jutsu. Aber naja, seine männliche Träne, die er hier irgendwie rausdrückt, hilft ihm nicht wirklich. Sasuke lebt nämlich nun in absoluter Finsternis. Er lässt hier nicht mit sich reden und Gaara holt damit zum Angriff aus. Doch gegen das mächtige Schild des Susanoo hat er hier absolut keine Chance. Mit seiner neuen Kraft nimmt er es hier mit allen alleine auf und hat dabei sogar noch ein Smug-Smile drauf. Er kann hier also flüchten und will es nun direkt mit Danzo aufnehmen. Was dabei mit Jugo und Zugetsu passiert, ist ihm dabei auch völlig egal. Und auch Karin erkennt ihn hier kaum noch wieder. Sasuke schiebt also erstmal Welle bei den anderen Kage und stattet ihnen hier einen Besuch ab. Mifune zeigt er dabei sofort, wer der wahre Schwertgott ist. Aber Danzo setzt dabei das Joestar Special ein und naja, ergreift die Flucht. Die Mizukage hat dann auch wortwörtlich noch ein Wörtchen mit Sasuke zu reden. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber Junge, die wollte anders den Uchiha die receiven. Auch ihr kleines Haustier haut dabei richtig rein. Und mit dem Säurenebel vom Mizukagen sieht es hier ziemlich schlecht für unseren Boy aus. Doch zu seinem Glück war vorher Zetsu bei ihm und hat eine kleine Falle installiert. Das Ganze trifft hier zwar auch Sasuke, aber er wird dabei geheilt. Auch Onoki geht ihm dabei mit seinem Jutsu voll auf den Sack. Bevor er hier aber gestorben wäre, hat Tobi uns nochmal seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Er konnte Sasuke vorher nämlich wegsaugen. Auch Karin tritt ihn dort bei und soll ihn dann saugen lassen. Während Tobi also draußen den Krieg an die Welt erklärt, vergeht etwas Zeit und Sasuke darf dann wieder raus zum Spielen. Aber naja, wie soll ich sagen, Danzo hat einfach mal anders Auge auf den Uchiha-Clan gemacht. Danzo wird hier auch sofort von Sasuke gepackt, denn dieser will sich nochmal die Bestätigung für Itachis Geschichte geben lassen. Als er die dann bekommen hat, hat er Danzo wie einen Luftballon benutzt. Komischerweise ist er aber nach dieser Attacke immer noch am Leben. Egal wie oft Sasuke auch Danzo umbringt, der Typ kommt einfach wieder, als wäre er Freezer. Jedenfalls nutzt Danzo das Ganze für seine Windgeschosse. Doch keine Sorge, Sasuke hat mittlerweile einen neuen Deal mit einem vertrauten Geist geschlossen. Ich weiß zwar nicht, wer so dumm sein soll, sich darauf einzulassen, aber hey. Leider hat Danzo mit seinen Fidget Spinner einen echt miesen Move drauf. Sasuke kann diesen aber zum Glück nochmal auffangen, womit er ihn nun zum Absender zurücksendet. Außerdem lässt Sasuke ein paar Steine regnen, aber natürlich lässt sich Danzo davon nicht treffen. Ich meine, wer ist dumm genug, von irgendwelchen Steinchen zu sterben? Beim großen Face-Off der beiden Kontrahenten kann Sasuke dann nochmal einem Choke entkommen. Das aber auch nur, weil sein Falke diesen anderen Spinner mitbringt und auf diese Weise kann Sasuke dann selbst nochmal einen bösen Treffer landen. Natürlich lebt Danzo dann aber immer noch und ist absolut unversehrt, weswegen Sasuke auch nun mal seinen Bruder mit ins Spiel bringt. Diese Täuschung kann er dann aber nicht ausnutzen, weil er selbst von Danzos Jutsu getroffen wurde. Und dadurch bekommt Sasuke dann ein freshes Karma mal. Oh, nein, damit sind wir ein bisschen zu früh, das sah nur so aus. In Wahrheit ist er jetzt gelähmt und auch Karin kann nun nichts mehr ausrichten. Bevor er aber drauf geht, meldet sich Sasukes Susanoo nochmal wieder. Es entwickelt sich hier sogar weiter. Selbst das Jutsu von Danzo wird damit durchbrochen. Danzo ist also hier dazu gezwungen, auf sein Holzversteck zurückzugreifen, was er auch nur verwenden kann, weil er eben Hashirama zählt
Vergangenheit in sich reingepflanzt hat. Karin checkt damit aber auch, dass Danzo nicht mehr so wie vorher seinem Tod entkommen kann. Sasuke erfährt zwar erst etwas später, dass Danzo hier die ganze Zeit das Izanagi des Sharingans benutzt hat, doch für den Moment macht Danzo mit seinen Cheatcodes weiter. Karin checkt damit auch, dass jedes Mal, wenn Danzo wieder aufersteht, eines seiner Augen zugeht. Beim letzten Clash von Sasuke und Danzo stecken dann beide richtig viel ein, doch Danzo glaubt hier, dass er den Kampf für sich entschieden hat. Was daran liegt, dass er eben noch ein Sharingan für ein Izanagi übrig hat. Das Izanagi ist nämlich ein Jutsu, mit dem man die Realität verändern kann, und Danzo konnte so die ganze Zeit über, indem er immer wieder ein Sharingan geopfert hat, seinem Tod entkommen. Aber Sasuke hat einfach mal 3D-Schach mit Danzo gespielt. Danzo kann nämlich hier gar kein Izanagi mehr casten, weil Sasuke ihn einfach ein Genjutsu gedroppt hatte, wodurch Danzo angefangen hat zu glauben, dass er noch ein Sharingan im Petto hätte. Während Sasuke sich also nach diesem harten Kampf kurz was snackt, wird er sofort von Danzo mit einem weiteren Sharingan provoziert und auch Karin wird hier als Geisel genommen. Mit Shisuis Mangekyou Sharingan Fähigkeit, dem Koto Amatsukami, will er auch nun Sasuke manipulieren und auf seine Seite ziehen. Sasuke ist hier aber alles egal und er tut hier endlich das, was sich Karin schon so lange gewünscht hat. Er durchlöchert sie. Damit hätte Danzo niemals gerechnet. Nun hat er keine Optionen mehr und ergreift in seiner absoluten Verzweiflung die Flucht, was Sasuke hier extrem genießt. Danzo dreht dann aber voll durch und sprengt sich selber in die Luft. Was aber Wayne ist, weil Obito, naja, Sasuke einfach rausbeamt. Aber hey, Danzos Opfer war nicht umsonst, weil sein Terra Mining war ziemlich gut, denn hier könnte man jetzt einen 1A Minecraft Keller hinbauen. Tobi zieht sich damit auch erstmal zurück und bevor Sasuke seine neue Waifu umbringen kann, kommt einfach mal seine alte Waifu dazu. Wobei, eigentlich technisch gesehen wäre das ja Naruto. Aber nein, es ist natürlich Sakura. Sie will hier auch versuchen, Sasuke zu playen, was, naja, natürlich komplett nach hinten losgeht. Zu ihrem Glück ist aber Sensei Cash ebenfalls mit von der Partie. Dieses ganze Klassentreffen bringt Sasuke auch so dermaßen zum Lachen, dass er einfach aussieht wie meine Sneaker. Weil Kakashi also merkt, dass Worte nichts bringen, nimmt er es hier selbst mit seinem Schüler auf. Doch beim Anblick seines Mangekyou Sharingan bemerkt Kakashi sofort, dass sein Schüler sich extrem weiterentwickelt hat. Mit seinem eigenen kann er hierbei die Attacken nochmal parieren. Leider ist das Ganze aber völlig egal, weil Sasuke immer mehr und mehr in die Dunkelheit verfällt. Er hat zwar damit die Oberhand, aber verblindet auch immer schneller. Sakura nutzt demnach die Gelegenheit und greift Sasuke an, um die Bürde ihn umzubringen, selbst zu tragen. Weil sie aber dann doch nochmal zögert, dreht Sasuke den Spieß um und Kakashi braucht... Naja, irgendwie zu lange. Ich meine, die Laufanimation ist sehr weird. Jedenfalls schreitet hier zu Sakuras Glück der legendäre Boy Naruto Uzumaki ein. Und nachdem alle zu Sasuke gesagt haben, dass er völlig falsch liegt und keiner ihn nachvollziehen kann, ist Naruto hier der Einzige, der seine Taten vollkommen versteht. Denn er hat ebenfalls die Wahrheit über Itachi von Tobi erfahren. Sasuke ist das Ganze zu diesem Moment aber völlig egal. Er möchte schließlich Konoha auslöschen. Naruto schreitet dabei also zur Tat und es kommt hier zum Chidori Rasengan Clash. Und die beiden spüren dabei ganz genau, dass bei allem, was ihnen passiert ist, die Rollen auch ganz sicher anders herum hätten sein können. Durch ihr Aufeinanderprallen kommen sie dann in die magische Chakra-Welt, in der sie, naja, quatschen können. Naruto macht ihnen dabei klar, dass er auch oft an Rache gedacht hat, da ihm damals jeder im Dorf diesen komischen Blick gegeben hat. Er erklärt ihm hier auch, dass er schon damals immer mit Sasuke reden wollte, sich aber nie wirklich dazu durchringen konnte, weil er eben neidisch auf ihn war, da dieser alles besser konnte als er selbst. Doch mit Sasuke als Rivalen bekam Naruto einen richtigen Ansporn. Er hatte eben eine Motivation weiterzumachen und Sasuke war eine wichtige Stütze, um eben so stark zu werden, wie er heute ist. Fürs Erste trennen sich aber hier ihre Wege. Sie kehren wieder in die richtige Welt zurück und auch Tobi mischt wieder mit. Sasuke kann hier aber einfach nicht verstehen, warum Naruto ihn nicht in Frieden lassen kann. Naruto macht ihm dabei aber klar, dass er keinen Grund braucht. Alleine, dass sie Freunde sind, reicht ihm völlig. Bei ihrem ersten Wiedertreffen nach vielen Jahren hat er nur geheult. Doch dieses Mal tritt Naruto Sasuke auf Augenhöhe gegenüber. Denn auch er kennt nun den Schmerz, eine nahestehende Person zu verlieren. Damit geht Sasuke also nun erstmal wirklich fort und fordert Tobi dazu auf, ihm die Augen von Itachi einzupflanzen. Er unterzieht sich also hier einer Operation und in der Zwischenzeit geht der 4. Shinobi-Weltkrieg so richtig los. Als dieser also voll im Gange ist, nimmt Sasuke seine Augenbinde wieder ab und seine Operation ist hier geglückt. Mit seinem legendären Cowboy-Soundtrack macht er sich damit also wieder auf die Socken.
Während Naruto sich auch hier einen Zweikampf mit Tobi liefert, schließt Sasuke zu ihm auf und, naja, postet ein wenig für den imaginären Fotografen, der gar nicht existiert. Außerdem probiert er seine neuen Kräfte an den Zetsus. Sein Ziel ist es auch hier, Naruto aufzuspüren, um es eben ein für alle Mal zu beenden. Denn wenn er gefallen ist, kann er mit seiner Rache an Konoha endlich weitermachen. Als er dann aber einen Schwarm von Raben sieht, geht er dem Ganzen hinterher und trifft seinen Bruder tatsächlich als Edo-Tensei wieder. Und denkt dran, Freunde, Itachi hat Sasuke damals gesagt, dass er ihm erst entgegentreten soll, wenn er die gleichen Augen hat wie er. Nun ist es nicht nur so, dass er das Mangekyo Sharingan erlangt hat, nein, er hat 1:1 die gleichen Augen von Itachi in seiner Augenhöhle und Itachi ignoriert ihn trotzdem weiterhin. Sasuke gibt die Verfolgung hier aber nicht auf und so landen sie zusammen bei Kabuto, der mittlerweile völlig durchgedreht ist, Orochimarus Haut angezogen hat und nun im Krieg hinter dem Edo Tensei steckt. Von diesem erfährt Sasuke dann auch mal, dass Tobi den ganzen Krieg überhaupt erst ausgelöst hat. Und weil Tobi natürlich auch ein typischer Cartoon-Antagonist ist, erklärt er ihm hier den Plan von eben Tobi. Denn er möchte mit dem Bijus das ewige Tsukuyomi auslösen, damit jeder in einem Genjutsu ist, wo er sein ideales Leben leben kann. Itachi ist eben auch hier, um genau diesen Plan aufzuhalten. Er kann hier auch frei agieren, weil er Kabuto anders gedribbelt hat. Er hat nämlich das Auge, was er noch von Shisui hatte, damals in Naruto eingepflanzt und sich nun mit diesem Auge selbst manipuliert, um eben, wie gesagt, frei kämpfen zu können. Sasuke will hier zwar antworten von seinem Bro, doch fürs Erste bildet er hier ein Tag-Team mit ihm, um das Edo Tensei aufzulösen. Und mit ihren beiden Susanoos sind sie hier auch mehr als ready, um Kabutos Schlangen hier zu stoppen. Doch der echte Kabuto scheint irgendwie schon verschwunden zu sein. Er hat sich auch hier die Kräfte des Uzumaki-Clans zunutze gemacht. Dadurch erfährt Sasuke auch zum ersten Mal, dass eben Karin ebenfalls Teil von diesem Clan ist. Darüber hinaus hat Kabuto auch den Boss der Schlangen aufgesucht und hat nun ebenfalls das Heijutsu drauf. Um es in seinen eigenen Worten zu sagen, er ist nun ein wirklich toller Drache geworden. Aber Kabuto hat hier nicht mit den Kräften von Anime-Flashbacks gerechnet. Sasuke und Itachi erinnern sich hier nämlich an damals, wo die beiden ein Wildschwein zur Strecke gebracht haben. Genau wie damals geht Itachi also vor und Sasuke spannt seinen Bogen. Dieses Mal schießt er aber nicht daneben und trifft eben den Yarak von Kabuto. Itachi wird dabei zwar getroffen, aber das Ganze denkt Kabuto nur. Er wird hier nämlich böse geflashbankt und auch sein Drip wird hier geklaut. Kabuto ist dann so ein bisschen depri, weil Itachi ihn an sein früheres Ich erinnert. Beide waren eben Spione und wollten alles alleine machen. Der Unterschied ist aber hier, dass Itachi durch Naruto verstehen konnte, dass man eben seine ganzen Probleme nicht immer alleine lösen kann. Kabuto nimmt sich an der Aussage ein Beispiel und holt hier seinen Daddy dazu. Aber gut, die Schlange wird dann easy geschlachtet. Kabuto nutzt das Ganze als Sneak Attack aus, aber Itachi ist und bleibt hier ein Edo Tensei. Ihm kann also nichts geschehen. Er zieht dann also die gleiche Nummer nochmal ab. Er lässt sich treffen und greift wieder das Horn von Kabuto an. Itachi hat ihn nämlich hier mit dem Izanami völlig ausgespielt. Er hat auch die ganze Zeit so gekämpft, dass er das Jutsu vorbereiten kann. Er musste nämlich zweimal den gleichen Ablauf vollführen. Und genauso wie beim Izanagi muss man für diese Augentechnik sein Augenlicht opfern. Ursprünglich wurde Izanami auch erfunden, um eben Izanagi aufzuhalten. Als die Uchiha nämlich damals das Izanagi DLC entdeckt haben, haben sie sich gegenseitig abgeschlachtet, weil sie einfach braindead sind. Mit dem Izanami konnte man dann eine Realität vortäuschen und dadurch die ganzen Idioten aufhalten. Wenn man aber einsieht, dass man ein kompletter Idiot war, kann man den Loop brechen. Man muss halt einfach damit aufhören, die Realität ändern zu wollen. Die Lehre, die man daraus ziehen soll, ist die, dass die Vergangenheit nun mal geschehen ist und nicht verändert werden kann. Nur die Zukunft ist das, was zählt. Denn diese kann man selbst beeinflussen. Itachi ist mittlerweile auch klar, dass er von den Ketten der Vergangenheit geprägt war. Er hat damals niemanden getraut und musste es eben alleine schaffen. Er weiß hier auch ganz genau, dass Kabuto eigentlich nicht wirklich böse ist, sondern nur den falschen Weg gewählt hat. Eben genauso wie er selbst. Itachi gibt auch hier zu, dass er ursprünglich mit Shisuis Koto Amatsukami Sasuke manipulieren wollte, weil er ihn eben wie ein kleines Kind behandelt hat. Doch durch sein Schicksal und eben Naruto konnte er verstehen, dass er Sasuke schon viel früher hätte vertrauen sollen. Doch auch wenn das alles so ist, kann Sasuke es hier nicht übers Herz bringen, Konoha zu verzeihen. Sasuke aber ändern zu wollen und auf einen anderen Weg zu führen, hat Itachi längst aufgegeben, beziehungsweise er diese Aufgabe schon längst an Naruto weitergegeben. Er löst hier also das Edo Tensei auf und bevor er geht, zeigt Itachi Sasuke nochmal jene Nacht aus seiner Sicht. Damals hat er nämlich nicht Shisui umgebracht. Als Shisui versuchte mit seinem Koto Amatsukami den Staatsstreich zu verhindern, wurde er nämlich von Danzo aufgehalten. Er verlor sein Auge und das andere gab er dann an Itachi, damit dieser den Clan retten kann. Doch die Regierung von Konoha abseits vom dritten Hokage ließ sich nicht mehr abbringen. Und so bekam Itachi die Mission, seinen eigenen Clan auszulöschen. Sasuke sieht hier auch, was damals wirklich mit seinen Eltern passiert ist. Sie haben das Attentat von Itachi erwartet und wurden hier nicht kalt
kaltblütig ermordet. Sie haben sich hier für ihren Sohn geopfert. Sie wussten ganz genau, dass ihr Schmerz nur von kurzer Dauer sein würde. Doch der von Itachi würde endlos sein. Und obwohl sie verschiedene Ansichten hatten, war der Vater von Itachi im Moment seines Todes stolz auf seinen Sohn. Denn sein Sohn ist und bleibt ein extrem liebevoller Mensch. Itachi bereut hier nur eine Sache, nämlich die, dass er vorher nicht ehrlich zu Sasuke gewesen ist. Vielleicht, nur vielleicht, hätte dann alles anders kommen können. Ein allerletztes Mal, bevor er nun für immer geht, zeigt Itachi dann seinem Bruder seine wahren Gefühle. Okay, verdammt, Mann, egal wie oft ich diese Szene auch sehe, ich muss einfach immer heulen. Mit dem aufgelösten Edo Tensei ist Sasuke zwar nun alleine, aber völlig random kommen dann einfach mal Yugo und Zugetsu wieder dazu. Ich habe eben gerade Edo Tensei gestoppt. Yugi, Sasuke, schämst du dich nicht zu lügen, 5 Sekunden nachdem dein Bro für immer und ewig weg ist? Naja, jedenfalls will Sasuke nun die gesamte Wahrheit kennen. Er will eben das fühlen, was Itachi gegenüber vom Dorf empfunden hat. Also braucht er hier wieder Edo Tensei. Und derjenige, der das für ihn übernehmen könnte, ist eben Orochimaru. Mit Hilfe von Kabuto und Anko holt er also hier seinen Ex wieder zurück ins Spiel. Weil Orochimaru auch hier Interesse an Sasukes charakterlichen Wandel hat, hilft er ihm auch hier bei seinem Vorhaben, ohne irgendwie einen 30er-Moves abzuziehen. Und ein bisschen weiter weg von diesem Geschehen hier, mitten im Krieg, geht es richtig zur Sache. Während das also passiert, kehrt Sasuke nach so vielen Jahren wieder zurück in seine alte Hood. Und auf Attack on Titan angelehnt, gehen sie dabei in den legendären Uchiha-Keller. Mit Hilfe von Zetsu-Klon holt Orochimaru also hier die 4 Hokage zurück. Hashirama lacht sich dabei auch sofort ins Fäustchen, da seine Enkelin mittlerweile, naja, Hokage ist. Tobirama ist abgefuckt, weil sein Edo Tensei immer noch verwendet wird, Hiruzen ist sauer auf seinen ehemaligen Schüler und, naja, Minato lächelt einfach nett wie die Pinguine aus Madagaskar. Hiruzen gibt dabei auch nochmal die Itachi-Story zu. Außerdem erwähnt er hier, dass Itachi schon als Kind ganz genau wusste, wie schlimm Krieg ist und auch in jungen Jahren war er schon bereit dazu, ein Hokage zu werden. Ja, Tobirama macht dann auch auf Besserwisser und meint, dass er die ganze Sache mit den Uchiha predicted hat. Wobei Orochimaru ihnen einen ziemlich bösen Reality-Check gibt. Denn die Uchiha-Polizei war ja eine Erfindung von Tobirama und natürlich war es klar, dass der Hass gegen die Polizei sich irgendwann auf den gesamten Clan abfärben würde. Tobirama erklärt dann auch, dass die Senjus ihre Kraft aus der Liebe bezogen haben. Doch die Uchiha sind, was das angeht, noch viel stärker unterwegs. Das Problem mit der ganzen Sache ist nur, dass wenn diese starke Liebe der Uchiha erlischt, wird sie mit noch stärkerem Hass ersetzt. Im Gehirn wird sogar ein spezielles Chakra freigesetzt und so wird auch das Sharingan oder eben Mangekyo überhaupt erst freigeschaltet. Sasuke fragt dann auch Hashirama nach der Bedeutung des Dorfes aus, doch dafür muss dieser ziemlich weit ausholen. Alles fing nämlich damit an, dass Hashirama und Madara Freunde wurden. Sie träumten davon, eine Welt zu kreieren, in der ihre Kinder in Frieden aufwachsen können. Doch irgendwann fanden sie heraus, dass sie vom Senju als auch Uchiha-Clan waren. Also mussten sie dann getrennte Wege gehen. Als Hashirama dann später das Oberhaupt der Senju und Madara Uchiha das Oberhaupt der Uchiha wurde, lieferten sich dann unzählige Kämpfe. Dadurch erfährt Sasuke auch hier, dass Madara seinen Bruder gar nicht umgebracht hat, denn dieser ist eigentlich im Krieg selbst gefallen. Madara kämpfte von da an immer weiter, doch irgendwann unterlag er eben Hashirama. Dieser wollte dann einen Friedenspakt schließen, doch Madara konnte das einfach nicht übers Herz bringen. Er forderte Hashirama dazu auf, seinen eigenen Bruder zu opfern, damit sie eben zusammenarbeiten können. Hashirama nahm diese Bürde also auf sich und opferte sein eigenes Leben, was Madara dann aber natürlich aufgehalten hat. Wegen dieser Entschlossenheit von Hashirama schlossen sie also doch nochmal Frieden und gründeten das Dorf Konohagakure. Doch durch das Misstrauen der anderen und eben Tobirama bemerkte Madara irgendwann, dass er hier nicht hingehört. Er merkte, dass die Welt, in der sie leben, einfach falsch sei. Eigentlich wollte auch Hashirama, dass Madara der Hokage wird, doch die anderen waren alle dagegen. Madara hatte also irgendwann den Verstand verloren und fand durch die Uchiha-Tafel raus, dass er eine Welt erschaffen könnte, wo jeder seinen Frieden hat. Er wählte also hier seinen eigenen Weg und kehrte Hashirama den Rücken. Hashirama hatte damit keine andere Wahl und stellte sich Madara in einem letzten entscheidenden Kampf. Diesen konnte er für sich entscheiden und er glaubte hier, dass er Madara wirklich getötet hat, was sich natürlich später als falsch herausstellte. Hashirama erklärt dann, dass das Dorf dazu da war, die Kinder zu beschützen. Doch der Zusammenschluss der Clans führt auch dazu, dass ein Itachi sich Jahre später opfern musste und Höllenqualen erlitt. Sasuke fasst also hier den Entschluss, dass ein Shinobi jemand ist, der sich für alle anderen aufopfert. Er versteht, dass Itachi alle Leute immer nur bewahren wollte. Er hatte wirklich den Willen von Hashirama Senju, also den Willen des Feuer, geerbt. Und das
das, was sich beide aufgebaut haben, nämlich Itachi als auch Hashirama, droht Madara nun zu zerstören. Tobirama besteht auch dann darauf, dass er kein Uchiha-Hater ist, denn durch Menschen wie Itachi und Kagami wurde ihm gezeigt, welche tollen Kerle dieser Clan hervorgebracht hat. Auch Kagamis Nachfahre Shisui war jemand, der einen stark ausgeprägten Willen des Feuer geerbt hat. Sasuke fällt also hier die Entscheidung, fürs Erste aufs Schlachtfeld zu gehen und Konoha in Ruhe zu lassen. Dabei schließt er sich auch hier Karin wieder an. Nachdem die Hokage also alle auf dem Schlachtfeld eintreffen, kommt auch Sasuke wieder dazu. Ich habe mich dazu entschieden, das Dorf Konoha zu beschützen. Außerdem will ich Hokage werden. Ja gut, damit haben wir wenigstens endlich mal das legendäre Team 7 in voller Pracht wieder. Auch wenn Sasuke da nicht so wirklich Bock drauf hat. Auf geht's, Sasuke! Yo. Sakura hingegen ist übertrieben motiviert. Wenn du nicht bald mal erwachsen wirst, wäre es am Ende vielleicht besser, wenn ich Hokage werde. Mit ihren vertrauten Geistern flexen sie hier auch ein wenig rum und sehen halt wirklich ziemlich fresh aus. Sasuke und Naruto hauen hier sogar einen echt miesen Combo-Angriff raus. Wir sehen dann auch, dass Obito zurückkehrt und weil er sich einen Kampf mit Kakashi geliefert hat, pfeift er hier wirklich aus dem letzten Loch. Sasuke versucht also hier, ihn sofort zur Strecke zu bringen. Bevor er das aber schafft, schlägt Madara schon zu und möchte nun seine Wiedergeburt einleiten. Minato kommt ihn aber dabei nochmal zuvor. Aber das Ganze reicht nicht für Obito aus und er wird damit zu eben Jubito, weil er die ganzen Bijus nun aufgenommen hat. Dieser ist auch nun mächtig genug, um es eben alleine mit allen aufzunehmen. Die gesamte Allianz plus Hokage und Sasuke ist damit völlig chancenlos. Dabei hätte er sie sogar alle genugt. Doch bevor es soweit kam, hat Tobirama sie nochmal auf Ender's Cell Arc angelegt, abgesaved. So schaffen es Naruto und Sasuke auch mit einer Combo-Attacke anzugreifen. Minato fängt sie dabei ab und mit einer Double-TP-Action können sie hier Obito direkt treffen. Problem ist nur, dass Obito, naja, ein absoluter Hack ist. Er zieht sich dann auch irgendwie erstmal in seinen Bakugan zurück. Danach explodiert er einfach mal und Naruto konnte gerade so alle mit seinem Kyuubi-Chakra beschützen. Weil er darüber hinaus immer mehr die Oberhand im Kampf übernimmt und alleine den Krieg carried, ist Sasuke hier völlig überwältigt davon, wie weit Naruto mittlerweile gekommen ist. Das Ganze führt auch dazu, dass Obito den Götterbaumplan hier vorverlegt. Sasuke nutzt dabei Danjugos Senjutsu aus und gibt seinen Susanoo einen Drippy Tattoo. Während sie auch hier alle kämpfen, kommt es dazu, dass alle durch die Verbindung mit Hashirama seine Erinnerungen bekommen an die ersten Tage der Shinobi-Dörfer. Von Anfang an wollte er eigentlich, dass alle miteinander leben. Hashirama haut also hier übelst den TED-Talk raus und verbindet damit alle miteinander. Sasuke und Naruto nehmen sich daran ein Beispiel und greifen hier zusammen an. Obito hält sie aber einfach mal erneut auf. Was aber eigentlich nur dazu führt, dass Naruto und Sasuke eine bessere Idee bekommen. Sie werden hier nämlich zu einem absoluten Megasort. Damit können sie auch nun Tauziehen mit Obito spielen. Auf diese Weise kann Naruto auch in ihn eindringen und Talk no Jutsu dienen. Da Sasuke das Ganze aber nicht mitbekommt, ziehen sie hier eigentlich einfach nur die Viecher aus eben Obito raus. Damit verliert Obito auch die Kräfte des Jubis. Sie können hier nochmal an Obito appellieren und bringen ihn tatsächlich zur Vernunft. Er will also hier das Rinne-Tensei no Jutsu einsetzen, um die ganzen Leute, die im Krieg verstorben sind, wiederzubeleben. Bevor er das Ganze aber schafft, funkt Black Zetsu dazwischen. Und damit kann Madara hier auch seine ganz eigene Wiederbelebung einleiten. Nicht nur nimmt er dabei alle alleine auseinander, nein, Sasuke macht er voll fertig, während er einfach Ballett mit ihm tanzt. Er tankt dabei auch einfach sein Schwert und bietet ihn sogar an, die Seiten zu wechseln, weil Sasuke dann ablehnt, naja, furzt ihn einfach mal in die Fresse. Madara nimmt es dann ganz alleine mit allen auf, als wäre das Ganze wirklich kein Problem und snackt sich hier sogar einen Hashirama Energy Drink. Während Madara also hier mit seinem neuen Spielzeug beschäftigt ist, hat Sasuke einen kleinen Talk mit Hashirama. Dabei bekommt er sogar sein restliches Chakra spendiert. Damit kann er also nun Madara endlich besiegen. Ja, er bekommt auf die Fresse und geht unter. Er versucht sich hier wieder aufzurappeln, aber der Treffer war einfach zu schwerwiegend. Weil es Naruto dabei auch nicht wirklich besser geht, gehen hier beide erstmal völlig K.O. und liegen im Sterben. By the way, Kabuto, der durch Itachi einen Sinneswandel hatte und wieder wach ist, ist hier am Start, um Sasuke irgendwie am Leben zu halten. Während ihrer Abwesenheit wird Madara dann zum Jinjuriki des Zehnschwänzigen und Might Guy öffnet hier die 8 inneren Tore, um ihn aufzuhalten. Naruto und Sasuke hingegen werden zeitgleich von Hagoromo, den Weisen der 6 Faden, aufgesucht. Er erzählt den beiden dann die Geschichte von seiner Mutter Kaguya. Sie aß nämlich damals die Frucht des Götterbaums und wurde so zu einer Übermacht. Der ganze Uzutsuki-Plot und so, der in Boruto stattfindet, wird hier aber noch nicht erwähnt. Also
ist sie hier eigentlich nur so ein mystisches Alienwesen. Wie dem auch sei. Sie stürzte die Welt dann irgendwann ins Chaos, weswegen Hagoromo und sein Bruder Hamura sie aufhalten mussten. Hagoromo sorgte dann dafür, dass eben das Ninshu, das einsetzende Chakra, auf der ganzen Welt beigebracht wird. Unser Boy bekam dann auch zwei Söhne, nämlich Indra und Ashura. Indra war zwar derjenige, der viel besser war, doch anders als Ashura war er immer alleine. Das führte auch dazu, dass Ashura irgendwann durch die ganzen Verbindungen, die er geknüpft hat, so stark wie sein Bruder wurde. Hagoromo war dabei auch derjenige, der die Kraft seiner Mutter vom Chakrabaum in neun Bijus verteilt hatte. Weil Ashura also mit anderen besser zurechtkam, wählte Hagoromo ihn aus, um sein Nachfolger zu werden. Leider war Indra damit nicht einverstanden und es kam zum Kampf der beiden. Nach diesem ganzen Kampf wurde ihr Chakra auch immer wieder und wieder wiedergeboren. Erst waren es Hashirama und Madara und dann eben Naruto und Sasuke. Und um diese ganze Welt hier zu retten, gönnt Hagoromo nun den beiden ein absolut heftiges Power-Up. Er teilt hier nämlich die Power der sechs Pfade unter den beiden auf. Naruto dabbt sich damit also erstmal zurück in den Kampf und heilt Maitogai, damit er nicht krepiert. Während Naruto es dann mit Madara aufnimmt, befreit Sasuke hier Tobirama, damit er diesen als Mount benutzen kann. Ja, so schießt er also zu Naruto auf. Mit seinem kleinen hübschen Rinne-Sharingan-Update ist er auch hier mehr als bereit. Mit diesem Auge kann er nämlich erkennen, wie Madara die ganze Zeit ihre Angriffe blockiert und eben kontert. Mit seinem Limbo hat er nämlich noch einen kleinen Madara, der versteckt ist. Sasuke kann das Ganze also sehen und Naruto wahrnehmen. Darüber hinaus kann Sasuke auch nun Dinge teleportieren und tauscht so mit seinem Schwert die Plätze. Außerdem erkennt er auch hier, dass man Madara gut etwas mit Senjutsu auswischen kann. Madara kann hier zwar flüchten, aber das auch nur, weil er seinen eigenen Limbo-Schatten opfern musste. Er ist aber hier genauso smart wie Sasuke und hat es nun auf Kakashi abgesehen. Er snackt sich hier nämlich seinen Sharingan, um damit in die Kamui-Dimension von Obito zu kommen. Sakura hatte dann zwar, keine Ahnung, 20 Minuten Zeit, um Obito das Auge auszustechen, was er selber gefordert hatte, aber weil sie, naja, gezögert hat, kann Madara hier dazukommen und sein rechtmäßiges Auge zurücksnacken. Er ist zwar nun wieder zurück und hat absolut die Oberhand, aber keine Sorge, Sakura ist nun hier, um ihren Fehler wieder gut zu machen und sie schafft es hier tatsächlich, Madara umzubringen. Ja, keine Ahnung, was das sollte. Sasuke bemerkt dann auch, dass es ziemlich ungemütlich für sie wird, weil Madara insgesamt 5 Limbo-Doppelgänger hat. Ach nee, sorry, der gehört hier nicht hin, er hat nur 4. Madara hat hier aber mittlerweile die Schnauze voll und schickt damit unzählige Meteore auf unsere Leute. Aber gut, Sasuke kann die Dinger hier mit seinem Perfect Susanoo ordentlich Fruit Ninjan. Weil Madara dann aber seine Tage hat, naja, fängt er an zu bluten. Also, das ewige Tsukuyomi wird hier ausgelöst und alle werden davon betroffen, außer eben Team 7, weil sie von Sasuke Susanoo beschützt werden. Madara Uchiha hat aber damit endlich seinen Traum erreicht und damit geht auch alles für ihn komplett nach hinten los. Black Zetsu verrät ihn nämlich, weil er nämlich alles von Anfang an geplant hat, niemals auf Madaras Seite war und naja, seine Mutter Kaguya übernimmt dann seinen Körper. Sasuke ist dann zwar super nett, weil er sie direkt damit begrüßt, ihre Haare zu schneiden, aber er wird dabei gekocht. Außerdem portet sie dann unser Team 7 plus Obito in das letzte Level eines Super Mario Spiels. Sie überleben das Ganze zwar, aber Sasukes Adler wird dann runtergeschleudert. Das Problem ist hier auch, dass sein Susanoo nicht ganz zu wirken scheint. Aber das Gute ist, dass Naruto mittlerweile nicht nur fly vom Outfit her unterwegs ist, nein, er kann hier auch einfach wirklich fliegen. Kaguya erkennt also hier die Kraft der beiden an und will sie nun verschlingen. Sasuke schießt damit also los, tauscht den Platz mit seinem Pfeil und greift dabei direkt an. Kaguya stoppt ihn aber dabei, als wäre nichts los. Naruto spinnt, by the way, in der Zwischenzeit ein bisschen rum. Was Sasuke dann aber ganz gelegen kommt. Daraufhin nutzt Kaguya einen Moment ihrer Unachtsamkeit aus und mit einem Bleach-mäßigen Portal schaut sie sich die beiden dann genauer an. Kaguya sieht nämlich in den beiden ihre Kinder. Und Black Zetsu revealed dabei auch, dass er der Wille von Kaguya ist und alles bis hierhin in die Wege geleitet hat. Erst Indra, dann Madara und schließlich Obito. Sie alle hat er hinters Licht geführt. Naruto befreit sich dann aber, weckt Obito auf und macht dann seinem Titel als Überraschungsninja alle Ehre. Er zeigt Kaguya nämlich hier ein Jutsu, was über das Rasengan hinausgeht. Nämlich das legendäre Reverse Harem Sexy no Jutsu. Und ja, diese Ablenkung von irgendwelchen komischen Boys zündet hier bei Kaguya, bei einem Gott. Die beiden kommen dann beinahe so nah ran, um Kaguya zu versiegeln. Aber im letzten Moment wechselt sie einfach die Dimension. Sie schickt Sasuke dann auch einfach woanders hin und lässt die anderen im Eis zurück. Während Naruto also Kaguya aufhält, streift Sasuke dann in einer Dimension umher, wo alle Animes lungern, die nie eine Fortsetzung bekommen haben. Bis eben Obito mit seinem Kamui als auch Sakura Boost ein Tor öffnet, um ihn dort rauszuholen. Eigentlich würde dieses sofort wieder zugegangen, aber durch Sakuras starken Willen können sie nochmal lange
schnell genug aufhalten, damit Sasuke sich eben mit ihrer Weste wieder zu seiner Wifey teleportieren kann. Nach ihrem kurzen wholesome Moment kommt es dazu, dass Obito sie wieder zurück zu Naruto portet. Aber auch Kaguya wechselt hier wieder mal die Tapete und setzt sie so unter immensen Druck, womit sie nun auch ihrem sicheren Ende entgegensehen. Bevor es aber soweit kommt, kassiert Obito einen Chakra-Stab und den anderen hält er hier mit seinem Kamui auf, um Kakashis Leben zu retten. Zu guter Letzt hat Obito sich doch nochmal für das Gute geopfert und überlässt hier Naruto seinen Traum, Hokage zu werden. Weil Obito dann aber in der komischen Chakra-Welt ist, in der Naruto und Sasuke auch schon einige Male waren, kann er hier irgendwie Kakashi seine Sharingan ausleihen, womit dieser nun ein richtiges Paar parat hat und auch so mit seinem neuen freshen Susanoo richtig schön reinziebelt. Kaguya wird dabei aber auch irgendwie zu einem Megasort. Jedenfalls kann Kakashi mit seiner Kamui-Blitzklinge Kaguya schwerwiegend treffen, was ein Fenster für Naruto und Sasuke öffnet. Alleine hätten sie es hier aber niemals geschafft. Doch Sakura kommt hier noch klatscher als Michael Jordan ins Spiel und auf diese Weise gelingt es Team 7 tatsächlich, Kaguya zu versiegeln. Weil sie dann auch keinen Bock haben auf Black Zetsu, schmeißen sie diesen dann auch nochmal mit in den Ring. Damit ist also nun der 10. Oktober und Naruto hat damit gewonnen. Geburtstag. Nachdem also sein Dad voll den emotionalen Abschied von seinem Sohnemann hat, Madara schlafen geht und sich auch alle anderen verschieben, hat Sasuke ein Geschenk für Naruto zu seinem Geburtstag. Das, was ich jetzt anstrebe, nennt man eine Revolution. Ja, er will hier alle Kage umbringen, die Bijus unter seine Kontrolle bringen und zum größten Schrecken der gesamten Welt werden. Das, was er nämlich nun möchte, ist keine Zerstörung. Jedenfalls nicht eine pure Zerstörung. Er möchte die Welt zerstören, um sie daraufhin neu zu errichten. Dafür bringt er auch hier die Bijus erstmal weg. Sakura möchte ihn dabei zwar aufhalten, aber das Ganze hält Sasuke ziemlich schnell mit einem Genjutsu auf. Für den letzten Kampf wechseln sie auch hier natürlich den Standort und Sasuke, naja, läuft ziemlich komisch dorthin. Die beiden Jungs stellen sich also hier im Tal des Ende ein allerletztes Mal ein absolut krasses 1 gegen 1. Um es in Call of Duty Terms zu sagen, sie sind gerade mit einer Sniper auf der Map Rust. Sasuke möchte nämlich Naruto hier zeigen, was für ihn ein wahrer Hokage ist. Denn sein Bruder, der den ganzen Hass auf sich zog, um das Dorf zu beschützen, ist für Sasuke das wahre Ideal eines Hokagen. Nun möchte Sasuke aber noch einen Schritt weiter gehen. Er will nämlich zum größten Übel werden. Eben zum absoluten Endgegner, zum vollkommenen Bösen. Wenn er nämlich den gesamten Hass der Welt auf sich ziehen kann, können alle anderen ein friedliches Leben leben. Was andere dann von ihm halten, ist ihm egal. Er sieht eben nur so einen Ausweg aus dieser furchtbaren Ninja-Welt. Und um ihm die Vergangenheit für eine neue Zukunft auszulöschen, will er damit anfangen, Naruto zu beseitigen. Die beiden clashen damit also erneut aufeinander und liefern sich ein richtig schönes Gefetze. Sasuke ist hier sogar so süß und macht auf Händchen halt, was er aber nur tut, um ein sahniges Feuer bei Jutsu rauszuhauen. Und natürlich darf bei diesem Kampf, obwohl Sasuke mittlerweile ein Halbgott ist, nicht die legendären Schnüre fehlen. Narutos Cousins weicht er dabei auch easy aus. Auch wenn er dabei zum Beyblade wird und eine Double Rasengan Pump Gun abbekommt. Mit seinem freshen Sharingan gibt es hier trotzdem böse Schellen. Mit seinem Enton, also nicht Pokémon, sondern Brandversteck, ist er hier auch brandgefährlich. Naruto schaltet demnach mit seinem Drip hoch und versucht Sasuke einzufangen. Doch genauso wie die Jahre zuvor klappt das hier nicht. Mit seinen ganzen TPs ist er auch einfach eine Nummer zu viel für Naruto. Bei ihren Susanoo-Kudama-Clash muss ich aber zugeben, sieht ihre Brofest echt cool aus. Da wäre sogar PewDiePie stolz drauf. Nach einer ordentlichen Wrestling-Einlage gibt es dann ein ziemlich böses Kill. Aber Naruto lässt hier einfach nicht locker. Er kann Sasuke eben nicht alleine lassen. Aber um der gemeinsame Feind aller zu werden, der die Welt vereint, macht sich Sasuke hier auch die Kräfte der Bijus zunutze. Er nutzt sein Susanoo als eben Genomazo und ist damit ein Pseudo-Jubi geworden. Naruto verdoppelt sich dann, nimmt es mit Sasuke auf und zieht hier auch sein Ass aus dem Ärmel. Kurama hat nämlich die ganze Zeit Chakra vorbereitet und dadurch gelingt ihm hier eine richtig fette Fusion. Sein Double Rasengan trifft damit also hier auf Sasukes Pfeil von Indra. Die beiden gehen dabei natürlich zu Boden und ohne ihre Kräfte machen sie immer noch weiter. Naruto packt dabei auch die alte Uzumaki-Trickkiste aus und Sasuke verpasst ihn dabei auch eine richtig sahnige. Er lähmt ihn dann mit seinen Schuriken und schwingt auch die Blitzkeule. Dabei bekommt er ebenfalls aufs Maul. Naruto hätte es dann beenden können, aber stolpert bei seinem Rasengan. Sasuke setzt damit zum Tritt an, Naruto gibt ihm eine Kopfnuss, dann wieder Sasuke, wieder Naruto
nochmal Sasuke und immer so weiter. Sie kloppen sich bis in den Abend rein. Und damit knüpft auch Sasuke Narutos Chakra ab und hat hier die Möglichkeit, mit einem Chidori alles zu beenden. Doch im Moment des Einschlages schwächelt er, was Naruto Zeit für einen Kinnhaken gibt. Es ist halt immer das Gleiche. Immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder! Stellt sich Naruto hier Sasuke in den Weg. Aber nun geht es hier wirklich zu Ende. Während Naruto sein Rasengan auflädt, was von allen unterstützt wird, ist nur eine einzige Person auf der Seite von Sasuke, nämlich sein Bruder Itachi. Er wird nämlich immer auf seiner Seite sein, egal was er tut. Das Aufeinanderprallen der beiden sorgt dabei dafür, dass sie das Gefühl bekommen, dass sie hier wirklich gestorben sind. Doch in Wahrheit sind beide noch am Leben und chillen hier gerade wie eben Patrick und SpongeBob. Dabei lässt Sasuke alles, was passiert ist, nochmal Revue passieren. Er hielt Naruto damals für einen Volltrottel, doch als er sah, wie er seine Streiche spielte, hatte er irgendwie das Gefühl, nicht alleine zu sein. Narutos Verhalten erinnerte ihn an seine Familie, gleichzeitig hatte er aber deswegen ein Gefühl der Schwäche. Als er dann im selben Team wie eben Naruto landete, dachte er immer mehr an seine Familie. Um es genau zu sagen, wurde Team 7 zu seiner neuen Familie, was dazu führte, dass der Schmerz, den Naruto empfunden hat, auch zu dem Schmerz von Sasuke wurde. Doch auf der anderen Seite wurde Naruto immer stärker, was Sasuke immer mehr und mehr seine eigene Schwäche aufzeigte. Eigentlich war es nämlich so, dass Sasuke immer neidisch auf Naruto war. Dieser war eben genauso wie sein Bruder und schreitete immer weiter voran. Durch ihre ganze Verbindung sieht Sasuke dann auch mal, was Naruto alles in der ganzen Zeit durchgemacht hat, was er eben fühlte. Er sieht, wie schwer sein Weg eigentlich war. Die ganze Zeit über machte sich Naruto immer mehr Freunde. Sasuke jedoch war nur auf dem Pfad der Dunkelheit. Er gibt hier also zu, dass er verloren hat. Er erkennt Naruto sogar hier wirklich an. Und wenn es eben der Wunsch von Naruto ist, zusammen mit allen einen Weg in die Zukunft zu ebnen, dann wird Sasuke ihm auf diesem Weg folgen. Er will sich hier sogar selbst aufopfern. Aber Naruto erlaubt ihm das hier nicht. Er soll sein Leben nämlich dazu nutzen, alles, was er getan hat, wieder gut zu machen. Schließlich braucht er auch nun eine neue rechte Hand, da er, naja, selbst keine mehr hat. Und das Ganze mit der rechten Hand hat damals ja auch gut funktioniert. Also, am nächsten Morgen werden sie dann von Sakura geheilt und zusammen lösen sie hier das ewige Tsukuyomi wieder auf. Dadurch, dass Kakashi dann zum Hokage der 6. Generation wird, konnten sie Sasukes Strafe mildern und ihn wieder auf freien Fuß setzen. Sasuke geht zwar mittlerweile auf den gleichen Pfad wie eben Naruto, aber wird trotzdem noch seine Antworten haben. Er geht also hier auf eine Reise, um herauszufinden, wer er eigentlich ist. Was seine Flamme Sakura angeht, die vertröstet er dann auf, ja, Itachi angelehnt. Er nimmt sich damit seinen alten Drip von seinen Homeboy zurück und geht, wie erwähnt, damit auf eine lange Reise. Und das, meine Damen und Herren, war Sasuke Shippuden in Minuten. Und ja, ich weiß, es existiert eine Serie namens Boruto, wo er eben den Sohn von Naruto trainiert, auf die Fresse bekommt, dann wieder auf die Fresse bekommt, dann nochmal auf die Fresse bekommt und dann so richtig schön auf die Fresse bekommt. Aber das Ganze ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Also Freunde, das wäre es gewesen mit diesem Video hier. Das war ein Haufen Arbeit, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen, wie gesagt, Leute, mich würde es sehr supporten, wenn ihr einen Daumen nach oben auf dem Video da lassen könntet, als auch ein Abo auf den Kanal. Schon nächste Woche, Samstag, 12 Uhr, könnt ihr das nächste Video auf diesem Kanal hier sehen und auch die Wochen danach werden immer wieder um 12 Uhr am Samstag Videos released. Deswegen Leute, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich supporten könntet. Die nächsten Wochen werden geisteskrank, das kann ich euch versprechen. Freunde, wenn ihr dieses Video hier bis zum Ende geschaut habt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einfach mal bei den Kommentaren ein ordentliches Hashtag Sasuke Shippuden da lässt. Ihr könnt mich auch gerne wissen lassen, welchen Charakter ihr als nächstes sehen wollt. Ob es jetzt ein Naruto-Charakter ist oder ein Charakter aus einem anderen Anime, spielt da keine Rolle. Also einfach in die Kommentare rein spammen. Ich bin damit raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr ein Abo da lassen würdet, würde ich mich das sehr supporten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein!